schnell auch hier alles verstecken. Warte mal ganz kurz, noch ganz kurz den ganzen Müll. Ich habe noch. Hat noch voll viel Müll. Ja, wir sind ein bisschen überrascht, liebe Freunde. Aber herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Wie heißt diese Scheiß-Show da, diese komische Kackshow mit den zwei Boons, die da vorne sind, sitzen so behindert, und euch irgendeinen Scheiß erzählen, Woche für Woche. Aber letzte Woche hat sich das Niveau ja spontan erhöht, als plötzlich so eine Mütze hier saß, ne? Ne, die Mütze, der Mützenmann. Die Mütze, das alte Rumpsteak. Rumpsel. Sergeant Rumpsel. Ja, der war letztes Jahr, wollte ich jetzt sagen, der war letztes Mal letztes ja da, Jahr. Einige haben es gesehen, ich habe es dann tatsächlich auf dem Sofa gelegen, habe das verfolgt. Dann wollte ich unten gerade bei Fatzenbuch, wollte ich gerade noch reinschreiben, so Supersendung, bla bla bla, so Rumpel total souverän, klingelt auf einmal das Handy, sind die Jungs dran und ich dann natürlich mit meiner Superstimme. Ne, das war gerade ein Originalzitat von letzter Woche. Von Rumpel. Übrigens. Ja, genau, von Rumpel. Der Rumpel legt auch Eier. Übrigens, der Rumpel legt Eier. Der legt nicht nur Eier, der hat auch Eier. In der Hose. Was? I've got balls of steel. Siehst du? Too much information. Ich wollte nur die Überleitung geschaffen. Too much information. What the fuck, sagen die Leute? Haha, es geht los. Verstehe ich aber gut. Der Rumpel hat also Eier. Das ist das Thema der heutigen Sendung. Rumpels. Max Schrumpel. Lass sie dir doch mal wachsen, genau. So, wir haben noch keine Gewinnspielbilder rausgesucht, es sind so unglaublich viele. Wir hatten heute wieder ein bisschen Stress natürlich, weil momentan ist eh alles sehr stressig, weil wir ja bald ab März sind wir mit den Superhomies wieder ein bisschen auf Achse. Da geht's dann quasi durch den Orient, kann man sagen, unter anderem. Unter anderem, ja. Ja, unter anderem und dann natürlich wieder nach Asien, das heißt da, und jetzt sind wir gerade in der Vorproduktion schon, das heißt wir sind gerade ultra am Stressen und jetzt natürlich haben wir noch keine Gewinnspielfotos raussuchen können. Ey, und wir sind auch noch, da machen wir noch Last Man Standing ein Event, das wird auch ziemlich geil. Das wird lustig, das mit den Jungs. Von Pete und so weiter, vielleicht noch mit anderen Jungs, ich weiß noch nicht genau. Das wird noch ein paar Action-Freitage geben, definitiv, liebe Freunde. Und wir haben natürlich auch wieder viele News zum Thema Action, denn es gab einen Meteoriten in Russland und das war wirklich heftig, liebe Freunde. Muss ich mal sagen, du kannst uns da mehr zu erzählen. Muss man sagen, wir wussten, also du wusstest das vorher, glaube ich, das war heute Morgen um 9, ich weiß aber nicht nach welcher Zeitzone, ich weiß es leider nicht genau. Da hat in Russland einen Meteoriteneinschlag stattgefunden, das muss man sich so vorstellen. Man denkt sich immer, das sind so kleine Steinchen, die vom Himmel fallen, aber da war es wohl richtig krass. Da sind wohl richtig die fetten, riesigen Gesteinsbrocken vom Himmel gekommen, haben dann Druckwellen erzeugt, die dann die Fensterscheiben rausgesprengt haben, Rauchwolken, die in 200 Kilometern noch sichtbar waren, wie in einem Hollywood-Film, 1000 Verletzte. Das hört sich gerade an wie eine Fake-Meldung, ist aber wirklich passiert. Und ich gucke mal ganz kurz, auf den Desktop, warte mal. Also wir haben auf jeden Fall ein paar kleine Videos rausgesucht, damit ihr euch das mal reinziehen könnt, denn, ja, hier können wir mal jetzt ganz kurz, ein bisschen drauf. Können wir ganz kurz groß schalten, da sieht man das Ganze ein bisschen von der Seite, so aus der Fahrerkabine heraus quasi wurde das mitgefilmt. Das sieht man gerade einfach am Auto am Film und da seht ihr jetzt, wie der Meteorit kommt. Seht ihr das? Ja. Das ist mega krass, Alter. Das sieht aus wie aus Hollywood. Sieht aus wie ein Special Effekt, ist aber wirklich passiert. Hier blendet es ein bisschen. Was ich da skandalös finde, ist eigentlich persönlich, dass das nicht vorher angekündigt wurde, dass da so ein Meteorit durch die Gegend flattert. Ja, eigentlich muss man das doch feststellen, dass irgendwie das Gesteinsbrocken auf die Erde einschlagen und dann wurde das verpasst. Hier sieht man im Hintergrund gerade so ein bisschen, das ist so diese Rauchspur, die das Ding hinterlassen hat am Himmel. Ich spule mal ein bisschen vor. Und das war kein Düsenjet. So, und hier sehen wir gerade in der Stadt, warte mal, ich habe mal die Fresse gerade. Wahnsinn, oder? Richtig krass. Bam, fliegen da die Fensterscheiben. So, natürlich hat man keine Augenzeugenberichte direkt vom Ort des Geschehens, weil da überlebst du halt nicht lange. Allein die Druckwelle, die drückt dir den Brustkasten weg und die ganzen Innereien und so weiter. Also der ist ja irgendwie auf dem Feld gelandet, der Meteorit. Glücklicherweise sind Menschen verletzt worden. Allerdings glaube ich, es ist aber keiner gestorben. Ne? Soweit das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich würde das gar nicht beschwören. Also wir fanden es auf jeden Fall extrem krass und haben eben davon mitbekommen, dachten, das müssen wir unbedingt mal erwähnen. Und es ist nicht alles auf Feldern gelandet. Warte mal, hier sieht man ganz kurz, hier sind Aufräumarbeiten bereits zugange. Genau. Ich zeige mal ganz kurz, mal hier sieht man losgehen. Das. Genau. Hier sieht man einfach mal, fehlt ein Stück vom Haus. Wobei ich weiß nicht, ob das jetzt ein Meteorit war, weil dann wäre der Querbalken einfach auch weg. Nee, das war nicht. Aber interessant sind hier eher die Fensterscheiben. Die Fenster auf der gegenüberliegenden Seite sind halt komplett eingedrückt, das sieht man gleich. Allein von der Druckwelle, die halt einfach die Fenster so nach. Aber es kann gut sein, dass das Dach weggeflogen ist durch die Druckwelle. Ne? Ja, das kann auch sein. Hier sieht man komplett eingedrückt. So, warte mal, ich gehe mal ganz kurz wieder auf den Desktop, da blenden wir mal ganz kurz wieder um, genau. Und dann habe ich noch mal ein Ding zeigen wir noch. Ich glaub, genau, das, der das Krater. Hier. Das ist der Hammer, das ist echt so. So, da können wir mal ganz kurz nochmal auf den Laptop schalten. Da hinten seht ihr gerade so ein Mannequin rumlaufen. Das ist ein Mensch und das ist das Größenverhältnis. Hier sieht man einfach mal einen Einschlagkrater. Und das ist kein Hollywood, das ist
Ja, also ich persönlich weiß nicht, ob ich da rumlaufen würde, weil das, da kannst du ja vom Rand jederzeit wegbrechen und reinfallen. Das, Alter, das ist so schräg. Stell dir mal vor, das passiert in einer Stadt, in einer Großstadt oder so. Sieht ein bisschen aus wie beim Roland Emmerich-Film. So, ja, ne? Also man weiß natürlich nicht, welche Bilder jetzt komplett so hier wirklich doch so sind, wie sie sind, dass Originalbilder sind, was jetzt schnell irgendwie zusammengestoßen wurde. Es gibt auch, glaube ich, auch ein paar Fake-Videos. Klar, natürlich kursieren auch ein paar Fake-Videos, aber das ist schon krass. Also so ein, es ist auf jeden Fall ein fetter Meteorit eingeschlagen in Russland und das ist Fakt, definitiv. Und wir fanden es eine krasse Sache, dass es einfach nicht vorher irgendwie angekündigt wurde, dass die Leute nicht irgendwie gesagt haben vorher, Mensch, da kommt jetzt ein Meteorit bei Russland irgendwie ein paar Stunden vorher oder einen Tag vorher, um die Leute auch zu evakuieren. Nee, der kam einfach vorher. Und vor allem, es kann jederzeit passieren, überall kann es passieren, es kann jeden treffen, du weißt halt nicht, das ist ja random einfach, random shit, weißt du, das schlägt einfach irgendwo ein, kannst du Glück random haben, bist shit. Im Atlantik, kannst aber auch Pech haben und du bist gerade irgendwie auf einer Geburtstagsfeier und dann... Ich war auf der Geburtstagsfeier bei Mutti und dann kommt da so ein Meteorit und klatscht dir auf den Deckel, muss ja nicht sein. So entstehen Superhelden, genau. Ja, stimmt. Ja, weiß ich nicht, aber stell mal vor, Superman wäre nicht aufs Feld gekracht, sondern einfach mal in die Farm von seinen späteren Ziehältern. Ja, das ist echt. Wäre natürlich scheiße, dann wären die ja tot und dann wäre alles ganz anders gelaufen. Der hätte mit dieser Grundschuld leben müssen. Was wäre aus Superman geworden, wenn? Interessante These. Was wäre mit Batman gewesen, wenn seine Eltern nur schwer verletzt wurden beim Überfall? Tja, und was wäre, wenn manche Spiele keine Demo released hätten? Dann könnte man die wahrscheinlich sogar öfter verkaufen. So sagt es zumindest wer, lieber Rumpel? Jetzt haben wir keinen erwischt. Das war Jesse Schell, der Analytist. Der hat nämlich gesagt, wenn Demos von Spielen released werden, dann halbiert das nämlich die Spieleverkäufe, so hat er das gesagt. Denn man geht an die Spiele zum Beispiel, da wird ein Hype generiert um irgendwelche tollen, fantastischen Spiele und man geht daran mit den Erwartungen, die man vom Trailer hat, der unglaublich geil aussieht. Dann hat man die Demo, spielt da eine Stunde lang oder sonst irgendwas und sieht halt schon alles vom Spiel, hat schon alles mitgenommen. Da ist natürlich, die Erwartungshaltung ist weg, dieser Überraschungsmoment, was wird uns erwarten und so weiter. Und dann hast du das Spiel ja eigentlich schon gesehen und erlebt und die Frage ist halt, ist die Story geil genug oder ist das, was du da siehst, geil genug, um das Spiel überhaupt nochmal zu kaufen, statt es einfach nur kostenlos die erste Stunde angezockt zu haben. Da zum Beispiel finde ich das sehr interessant, Monkey Island hat das damals so gemacht, die haben einfach so eine spezielle Demo-Version released, die ist sehr unbekannt übrigens, und die konnte man anspielen und die war extra auf diese Demo-Version angepasst und da denke ich, kann man zum Beispiel als Publisher oder halt nicht als Publisher, Entschuldigung, als Entwickler noch viel richtig machen, wenn man extra eine Version released, die auf die Demo zugeschnitten ist mit einem geilen Cliffhanger oder eine, wo du einfach als ich sag mal Käufer sagst, boah, geil, das will ich nochmal in Vollversion haben, da muss ich unbedingt das ganze Game haben und nicht einfach nur sagen, so Level 1 haben wir jetzt kostenlos als Demo, fertig. Das ist so ein bisschen, kann ich mir vorstellen, dass es kontraproduktiv ist. Was hältst du denn davon? Ja, das ist halt eine schwere Frage. Ähnlich sieht es ja auch mit Beta-Versionen aus, wo oft viel zu viele Leute zu früh in eine Beta-Version eingeladen werden und dann merken, hey, das Spiel ist ja noch gar nicht fertig. Komisch, ist ja auch eine Beta-Version. Oder haben dann plötzlich einen schlechten Eindruck vom Spiel. Ja, das kann auch ziemlich in die Hose gehen. Da muss man tierisch aufpassen bei sowas wie Releases von Beta-Versionen oder eben auch bei Demos, dass man vielleicht auch nicht zu viel präsentiert. Und wir haben ja kurz darüber gesprochen auch, wie du auch schon angedeutet hast. Interessant ist es halt wirklich, wenn man die Demo-Levels völlig eigene Levels sind. Also sagen wir mal, du hast dann irgendwie eine komplett eigene Story in dem Demo-Level. Dann wird es, glaube ich, interessanter wiederum. Und am besten beendet man das Ganze vielleicht mit einem Cliffhanger. Das dürfte doch auf jeden Fall einleuchten. Ich mache gerade passend dazu eine kleine Facebook-Umfrage. Kaufst du nach dem Spielen einer Demo noch die Vollversion? Ich schreibe das gerade mal. In der Zeit kann ich mal die News mit Lace Mamba anschneiden. Das ist ein Publisher, der vor allem... Stopp. Jetzt bin ich wieder im Zuge. Du willst Chivalry noch kurz einbringen, ne? Habe ich gehört. Richtig. Ja, dann bringen wir das noch schnell zuerst. Also Chivalry, kennen alle das Mittelalterspiel. Zufälligerweise auch der Rumpel, der zockt das gerade und so weiter. Ist ein Mittelalterspiel, wo man sich schön die Köpfe einschlägt und so weiter. Ja, und die haben eine besondere Einstellung zu Download-Inhalten, also DLCs, Download-Contents. Das bedeutet, die Jungs wollen die kostenlos veröffentlichen. Ist ja mittlerweile so ein bisschen so ein Trend geworden, dass wirklich jeder Patch mittlerweile ja irgendwie zu kaufen ist als Download-Content. Neue Inhalte werden kaum noch als Patches released, sondern sind
fast immer Download-Inhalte, wo wir dir dann 3-4 Euro ausgeben. Das finden wir persönlich ein bisschen schade, dass das oft ausgeschlachtet wird. Bei manchen Inhalten natürlich völlig gerechtfertigt, wenn man da wirklich eine Expansion hat, dass man da noch ein bisschen extra verdient, weil dafür gibt der Entwickler ja auch extra Geld aus. Aber bei den DLCs sehen das die Entwickler von Chivalry anders. Die werden diese kostenlos veröffentlichen, um so ein bisschen das Spektrum zu erweitern, die User länger bei Laune zu halten und natürlich mehr zu bieten fürs Spiel, finden wir persönlich sehr gut, oder? Genau, ja, Originalzitat ist, für uns ist es wichtiger, dass die Fans glücklich sind, anstatt sie kontinuierlich für dieses Abo-Modell zahlen zu lassen. Ja, da hört das. Da hört ihr es. Ja. Und jetzt gehen wir aber auch kurz zu Lace Mamba über, würde ich sagen, ne? Darf ich? Ja, darfst du. Darf ich? Okay. Also Lace Mamba ist ein Publisher, der vor allem Adventure Games veröffentlicht. Unter anderem haben die auch, ich glaube, die Games von Dedelic in verschiedenen Ländern publiziert. Das Ding ist, die haben das auch einfach in Ländern veröffentlicht, wofür sie einfach gar keine Lizenz hatten. Und das haben natürlich viele Publisher nicht so gefeiert. Unter anderem auch Machinarium wurde da als Spiel veröffentlicht. Ich glaube, Deponia also und die ganzen Games, hauptsächlich Adventures. Lizenzen hatten sie zwar, muss man schon sagen, ne? Man will ja jetzt nicht irgendwie so irgendwas Falsches sagen. Die Lizenzen hatten sie zwar, aber zum Beispiel nicht für die Länder. Das heißt, die haben die Spiele für diese Lizenzen, sagen wir mal, für Deutschland hatten, haben sie dann einfach auch mal in England verkauft oder in Spanien oder was weiß ich wo. Mhm. Ist jetzt nur ein Beispiel, ob das genauso passiert ist, weiß ich natürlich nicht, aber zumindest wurde da, also ist einiges schiefgelaufen, sage ich mal. Und das ging so weit, dass sich Publisher, wie zum Beispiel auch Dedelic, unsere Freunde von Dedelic, die haben sich dann auch öffentlich beschwert teilweise, dass da einfach Gelder ausbleiben oder nicht gezahlt werden und so weiter und so fort. Inzwischen hat Lace Mamba wohl eingelenkt und meinte wohl, oder hat wohl schon zwei der Entwickler bezahlt. Rumpel, weißt du da mehr? Genau, insgesamt ging es um 3 Entwickler. Im Endeffekt Amanita Design, die sind mit Machinarium sehr bekannt geworden. Dann Dedelic, das habt ihr ja schon gesagt. Und dann die Colibri Games mit dem Tiny Bank Story. Und Dedelic und Colibri haben Geld bekommen, aber Amanita Design wartet wohl bis heute. Fragt man sich natürlich, was ist da passiert? Was ist beim Publisher los? Wo hakt es? Es soll wohl angeblich mit dem Wechsel der Firmenetage oder der Führungsetage zu tun haben. Aber ob das so stimmt, weiß man natürlich nie. Wenn Gelder fehlen, hat man da oft gleich eine schlimme Vermutung. Aber wir werden sehen, wie es weitergeht mit Lace Mamba. Ja, das ist halt natürlich wirklich auch so eine Sache. Das könnte man schon sagen, das fällt auch unter Diebstahl irgendwie. Weil man klaut dem ja die Möglichkeit, das Spiel dort zu veröffentlichen in den Ländern. Und es kostet natürlich bares Geld. Das sind Veröffentlichungsregeln. Klar. Das ist nicht cool. Aber was noch unter Diebstahl fällt, ist eine viel lustigere Sache. Denn... Oh, das hast du ja. Raffinierte Überleitung. Ich habe gerade überlegt, wie wir jetzt auf die Xbox überleiten. Aber jetzt haben wir das andere Thema, ja, das ist ja noch was natürlich auch davor steht. Genau, denn ein Mann und sein Auto. Nein, ein Mann, ich weiß nicht, was den geritten hat, Alter. Da muss ich mal so machen. Da ist ein Typ, musst dir vorstellen, ein Typ, ne, so hier, so wie wir, der geht in den Laden rein. Es gibt ja Menschen, die klauen sich mal ein Spiel im Laden. Das kann man vielleicht noch irgendwo mit gesundem Menschenverstand, gut, der will das unbedingt haben, der hat dann irgendwie, denkt nicht nach, steckt sich das ein. Die einen werden erwischt, die anderen nicht. Vielleicht hat der ein oder andere von euch auch schon ein ähnliches Erlebnis gehabt, weiß man ja nicht, ist auch ganz egal. Aber der Typ geht in den Laden, tut sich ein Spiel oder den Pulli, tut sich ein zweites, also in die Hose sogar, in die Hose, ein zweites Spiel in die Hose, ein drittes Spiel. Sage und schreibe, 19 beschissene 19. Spiele, 19 Spiele steckt der Typ sich in die Hose, 19. Alter, da musst du eine Hose haben wie Samson, das kannst du nicht raustragen. Deswegen Hip-Hop-Baggy-Hosen damals, ne? So, die ganzen, ja, weil alles geklaut ist. Aber der Typ war 34, glaube nicht, dass er mit Baggy-Hosen rumgereiht hat. Ja, Alter, wahrscheinlich wenig Kohle und dachte, komm, klaust du mal 19 haben. Spiele. Wir wollen das mal so ein bisschen nachstellen. Was ist, wir machen 19 das mal Spiele Klaus, im Experiment. Wir haben ja viele Spiele hier rumliegen. Wir gucken, so. Also Nummer 1 habe ich schon. So, ich habe ja auch, das nehme ich mal mit. Ne? Und wir gehen jetzt mal hier rüber und gucken mal ganz kurz. So. Wir machen das mal nicht in die Hose, weil wir haben heute sehr enge Jeans an, weil wir natürlich auch gefährliche Waffen mit uns herumtragen. Die wollen wir natürlich ja, nicht entsichern. Wie war das mit den Balls of Steel? Ne? Genau, so, pass auf. So, ein ich habe hier Nummer 1 hier. Dann habe ich hier nochmal Extreme Bull Rider, habe ich hier noch Hip-Hop Dance, ne? Das kann man auch für zu Hause, da spiele ich auch selber privat. Hier habe ich auch hier das Avatar, super Big Michael Ricks Jackson. Habe ich hier noch, warte. Dann habe ich hier noch das Sudoku, habe ich hier noch. Dann warte. Und dann, ich muss mal ganz kurz vor dir knien. Oh, je t'aime. Oh. Guck mal, ich habe hier jetzt mach so doch nicht so Musik an, während ich vor Sacherzack. Ich habe hier so Spielebrüste. Warte. Guck mal hier. Warte, ich mache hier auch noch. Lovely. Warte, ich habe noch Avatar und das tue ich mir jetzt so alles mal. Komm, Alter, ich mache mir das jetzt alles mal. Das sind doch keine 19 Spiele, ne? Woohoo. So, warte. Doppel-Spiele. Ja, boah, Alter. Ich habe ja gerade mal 3 drin. So. Wir haben ja zusammen nicht mal 19. Ich würde sagen, das komm, ist schon... Können auch noch rein hier. Das ist schon sehr unauffällig jetzt, oder? Da kann man einfach mal aus dem Laden rausgehen. Hm? Oh, komm, wir reiben unsere Brust an. Oh, komm. Du hast
geile Spiele. Das ist alles Multiplayer, Baby. So. Ja, und so, ich muss dir das vorstellen, dann gehst du einfach so aus dem Laden raus, weißt du? Fällt überhaupt nicht auf. Alter, wie bescheuert muss man sein? Also auf jeden Fall einen schwarzen Bulli anziehen. Geht besser als der weiße. Oh, hast du einen Herzschrittmacher? Ja. Alter. Was? Sie wollen, das ist alles... Das gehört mir. Das habe ich mit reingebracht. Sie sagen tatsächlich, dass ich fett wäre. Alter, ey, ganz ernsthaft nicht. Und das vor allem in der Hose, ne? Das musst du dir mal vorstellen. Das ist jetzt, wir haben es unter dem Pulli. Aber dann hast du halt in der Hose, hast du ja so eine Beule. Kannst natürlich hochrauchen. Wir gehen mal schnell raus aus dem Laden. Mal gucken, so, ich glaube auch. Geil, Alter. Endlich hier. Guck mal, hier ist ein Catwalk. Kommen Sie mal bitte mit! Warte mal, hier ist ein Catwalk-Schild, den können wir auch noch klauen. Wir können ja generell ein bisschen was mitnehmen hier. Ja, wir können ja die Mülltonne klauen. Nee, die Mülltonne, die Leiter die, oder den Studiofluter da hinten, das sieht man jetzt natürlich nicht. Alter, wir haben ja richtig geile Sachen, die wir mitnehmen. Boah, geil, hier ist ein Gong, ein Sarazer, den kann ich klauen. Nee, die will ich nicht. Oder hier, dieses Scheiße. Tolle Würfelspiel. So, es sind Zwillinge. So. So, das eine hier, das ist natürlich unser Euro-Truck-Simulator. Jetzt haben wir hier, ach komm, ich lass mal den ganzen Müll einfach. Ich hatte nur vier Spiele geklaut. Man muss wir haben auch gar keine Deko für die Sendung, fällt mir gerade auf. Ja, wo ist die ganze nicht. Deko hin? Heute nicht. Komm, dann mach ich jetzt mal ganz kurz Sudeku. Sudeku. So, dann ich mach hier mal ganz kurz Lumines, haben wir noch, Avatar. Ich mach hier mal so, als wären wir eine Gaming-Sendung, weißt du? Als würden wir uns wirklich mit den Spielen beschäftigen. Da lege ich die hier einfach mal so hin. Ja, toll, jetzt sind wir eine unaufgeräumte Gaming-Sendung. Unaufgeräumt, Alter, das ist Kunst, du Arsch. So. Nee, pass auf wegen dem Jost. Ach, mein Jost, hab ich den Jost gerade? Nee, hab ich doch nicht. So, Big Rigs. War nur eine Warnung. Nee, der ist total. So, oder? Das sieht jetzt aus, als. Das sieht aus wie ein IKEA-Flohmarkt. Ja, sieht behindert aus. Naja. Hast du toll hinbekommen. Ja, das habe ich ja gleich gesagt. Total überfüllt. So. Hat er dir geschrieben. So, überfüllt. You're gonna die for that. Hier ist Tussi on Tour, das ist fürs Auto. Das kannst du dir Das kannst du in die Hose stecken. Dann sieht das nach was aus, wenigstens. Deine kleinen rosa Brühwürfelchen. Nee, auf jeden Fall, also ich weiß nicht, also das ist... So, alter Schwede. Achso, Umfrage, guck ich mal ganz kurz. Die Umfrage guck ich mal ganz kurz. So. War noch voll verfehlt. Auf einen Meter Reich, Ja gut, du hast so kleine Eier, da kann man nur dran vorbeiwerfen. Das geht gar nicht, da muss man pixelgenau treffen. So, warte, ich schau mal ganz kurz, was die Umfrage macht. Wegen der Demos habe ich mal die Umfrage auf Facebook gestellt. Ich guck mal ganz kurz, was da gerade... Lena schreibt, lass Gronkh nie dekorieren. So, generell spiele ich keine Demos, sagen die meisten. Hätte ich gar nicht mit gerechnet. Und dann Demos regen mich dazu an, mir den ganzen Titel zu kaufen, ist auf Platz 2. Hätte ich so gar nicht erwartet. Ja. Tja, ja, dann können wir jetzt gehen. Dann können wir jetzt gehen. Das war's von heute mit der Sendung. Bis dann. Am wenigsten Votings hat übrigens Demos reichen mir eigentlich schon. Hätte ich gar nicht so erwartet. Ich hätte gedacht, bei vielen Spielen ist das so, dass man sich dann zum Beispiel die Demo anguckt und dann sagt, ach na gut, dann kann ich mir die Vollversion da knicken. Aber offenbar, krass. Wurde ich eines Besseren belehrt. Finde ich super. Ja. Finde ich aber echt eine gute Sache. Hallo? So. Aber hier gibt es auch viele neue interessante weitere News. Und zwar. Es gibt auch Demos auf der Straße und es gibt auch Leute, die demonstrieren. Es gibt Demos auf der Xbox. Ja? Nee, ja. Ich wollte gerade sagen, es gibt Menschen, die demonstrieren und es gibt nämlich einen Mann, der auch demonstriert gegen. Tempo 30 Zone. Nein, natürlich gegen die Arbeitsverhältnisse bei. Microsoft. Jetzt hast du es gesagt. Jetzt bist du der Arsch. Ach so, ich bin der Arsch. Ja, sehr gut, sehr gut. Na, Microsoft auf jeden Fall, der gute Mann. Wie heißt er nochmal hier, unser Ned Brown. Ned Brown. So heißt der Xbox-Erfinder. Ja, der gute Mann ist ein bisschen sauer, ein bisschen pissed. He's quite pissed. He's quite pissed. Wahrscheinlich arbeitet er auch nicht mehr bei Microsoft, so deswegen hat er allen Grund dazu. Und er sagt nämlich persönlich, ey, das war voll scheiße, was die da mit der Xbox machen, das Marketing, eine reinste Katastrophe. Ja, und das sagt der Xbox-Erfinder persönlich, das gibt einem natürlich zu denken, aber er wettert auch sozusagen gegen alle Konsolen, alle Publisher, die Konsolen rausbringen, alle Entwickler von solchen Produktionen. Das und er sagt, bei Microsoft wäre es mega scheiße gelaufen, aber ne? Der einzige Grund, warum es einigermaßen performt hat, ist der, dass die anderen es genauso beschissen machen mit dem ganzen Marketing und so weiter. Und das muss man leider auch sagen, das müssen sich Xbox wie auch die PlayStation gefallen lassen. Die Benutzerführung im Spiel ist, nicht im Spiel, sondern bei der Konsole, ist teilweise eine mittlere Katastrophe. Und wenn ich zum Beispiel, also ich bin ja mehr, also Consoleros sind wir wahrscheinlich alle irgendwo, der Sarazar ist zum Beispiel mehr der PlayStation-Typ. Ich habe zwar auch eine zu Hause, bin aber eigentlich Xbox-Spieler. Ich weiß nicht, warum sich das so entwickelt hat. Das ist einfach so, man hat so seine Vorzüge. Da kann ich ja mal aber ich muss sagen, ja, das ist eine gute Idee. Xbox, ne? oder PlayStation, was sagt aber ihr? Ich muss feststellen, dass ich bei beiden das Problem hatte, auch online, gerade bei den Webseiten, dass alles so verkompliziert ist teilweise. Dinge, die so einfach sind. Ich wollte zum Beispiel diese komischen, wie heißen diese Points bei Xbox, diese Xbox Points, wollte ich mir da holen.
Und ich konnte es einfach nicht. Ich musste dann 2 Monate warten, bis ich mit PayPal überhaupt mal Xbox Points holen konnte, damit das einigermaßen funktioniert hat, damit ich meinen Account nutzen kann oder und so weiter und so fort. Oder dass du eine Kreditkarte für manche Sachen brauchst, das ist ja auch total bescheuert in Deutschland. Und Kreditkarte ist natürlich der größte Quatsch in Deutschland, das haben die meisten eh nicht. Und das Schlimmste ist dann auch, wenn ich dann so eine Sache habe wie diese Zwangsupdates. Ich muss dringend irgendwas updaten, sonst kann ich meine ganze Xbox nicht mehr gebrauchen oder meinen Online-Account kann ich nicht mehr online bei Xbox Live sein oder sowas. Bei PlayStation genau die gleichen Geschichten. Eigentlich müssen wir da bei der PlayStation gerade noch, sorry, dass ich unterbreche, ja, noch die Wii müssen wir eigentlich auch noch hinzufügen und so, ne? Ja, die Wii. Und vor allen Dingen auch iOS und Android. Ja, aber das können wir separat machen. Ja, das finde ich auch, weil das sind ja keine Konsolen, das sind ja eher Handy. Ja, Ned Brown hat halt vor allen Dingen Xbox gegen diese auch gestellt und hat gesagt, einerseits macht Microsoft das den Indie-Developern wahnsinnig schwer, irgendwelche Games auf die Xbox zu kriegen, was stimmt. Und zweitens sagt er, dass das Betriebssystem von der Xbox einfach sperrig, langsam und voller Scheiße ist. Naja, ist ja, wir wissen ja, von wem es ist. So, ich bin froh, dass die Xbox nicht mit Windows 8 läuft. Du hast dich inzwischen dran gewöhnt. Ich persönlich werde mir das nicht antun. Ja, ich habe Windows 8 drauf. Also es geht, man kann sich dran gewöhnen. Ich werde es mir nicht antun. Meiner Meinung nach schon. So, also ich habe jetzt mal eine kleine Umfrage, beziehungsweise starte ich jetzt just in dieser Sekunde. Welche Konsole findet ihr am besten? Nintendo Wii, Xbox, PlayStation, andere Konsole oder ich zocke nur PC? Auf dem PC vielleicht so besser. Ich muss aber zugeben, also bei mir ist es so, ich habe halt beide Konsolen zu Hause, PlayStation und Xbox. Und ich bin jetzt keiner, der sagt, PlayStation ist scheiße, Xbox ist scheiße. Nein. Ich meine, ist die geilste, Mann. Ey, ich beides geilste. Geile Konsolen. Sind also beides geile Konsolen. Ich freue mich auch auf die Xbox 27 und die PlayStation 4. Ich werde mir auch beide zulegen mit ich der auch, IP. Aber 100%ig. Und dann werden wir mal schauen, was da mir besser gefällt am Ende. Was ich bei der PlayStation persönlich besser finde, ist nicht mal unbedingt die Konsole, sondern einfach, dass bessere Titel erscheinen, exklusivere Titel. Nehmen wir mal beispielsweise Heavy Rain, ja? So Titel wie Alan Wake kamen nachher auf PC raus. Und mir fallen jetzt spontan gar nicht viele Titel, die exklusiv für die Xbox gekommen sind. Aber da muss ich sagen, da muss ich einen Kontrapunkt geben. Ich hab's immer gehasst. Als alter PC-Guru habe ich es immer gehasst, diese exklusiv für die Konsole-Scheiße. Nur damit sich die Konsole besser verkauft, weil die Leute sich die holen, um die Titel zu holen. Das habe ich immer gehasst. Und da gab's Top-Titel, die einfach nur für die Konsole erscheinen. Ein Heavy Rain hätte man locker auf dem PC rausbringen können. Warum denn nicht, aber nein, es muss ja exklusiv sein, damit Leute da auf diese Konsole gepackt werden. Das ist ein bisschen wie dieses Apple-Ding, dieses ein bisschen. Also bisher scheint die PlayStation besser abzuschneiden als die Xbox, deutlich sogar, fast doppelt so viele Leute für die PlayStation. Oder ich zocke nur auf dem PC. Ja, verstehe ich aber gut. In Deutschland ein Phänomen, weil international schneidet der PC ja gar nicht gut ab. Ich habe mal Verkaufszahlen von Call of Duty gesehen und die sind irgendwie, das sind, weiß nicht, 5% oder so, die auf dem PC verkauft werden. Der Rest wird für Konsolen verkauft und gerade das beim Shooter ist erstaunlich. Jasmin sagt, PlayStation 1, das hat Style. Ich lese gerade mal ein bisschen die Kommentare auf Facebook, das ist schon ganz interessant. PlayStation 1 habe ich auch gesuchtet ohne Ende, muss ich zugeben. PlayStation 2 genauso. Ja. Alter, Tekken habe ich damals, boah, das habe ich so. Ich habe Tony Hawk, habe ich extrem gespielt. Alter, Tony Hawk war damals auch richtig Pro Skater, war das geil, Alter. In der Gießerei. Und die geile Mucke immer, die Mucke war auch immer so geil. Ja, da kannst du auch einfach... Alter, geil. Oh, warte, wir dürfen nicht zu sehr singen wegen GEMA. Oh, Entschuldigung, GEMA, Entschuldigung. GEMA, sorry, drück mal. Portemonnaie ist drüben, ne? GEMA, ich hol nachher Kohle, dann lege ich die auf den Tisch, könnt ihr euch abholen. Ja, wir haben ja Spiele geklaut, die verkaufen wir dann. Können wir bei Ikea auf dem Flohmarkt verkaufen. 19 Stück insgesamt sind das. Oder ach, ja, auf jeden Fall, da sieht man schon eine Entwicklung in der Dings. Ich zocke nur auf dem PC, gewinnt im Moment und PlayStation und die Nintendo Wii erstaunlich weit abgeschlagen und andere Konsole sowieso. Werden wir sehen, was das Rennen macht bei der PlayStation 4. Nintendo Wii ist aber auch mehr so für Familie, glaube ich. Ne? Habe ich immer so das Gefühl. Ich habe ja die Wii U auch zu Hause stehen. Nutzt du die überhaupt? Ja, ich habe ein bisschen Super Mario habe ich zwischendurch gespielt. Mhm. Zombie U, der Titel, von dem ich am meisten gehalten hatte vor Release hat der gefloppt, Wii. Ne? War nicht mein Ding. War nicht mein Ding, aber da kann man sich auch drüber streiten. Ich finde die Wii ganz interessant. Die ist halt eher so ein Partyspiel. Es gibt geile Partyspiele. Zum Beispiel, wenn echt eine Party, Samstagabend, ein paar Freunde zu Hause chillen. Und dann machst du da ein paar Trinkspiele oder sowas muss, mit der Wii. Ich muss zugeben, ich habe Kinect für mich entdeckt. Hatte ich hier lange Zeit nicht. Dann habe ich mir mal Kinect einfach zugelegt. Habe überlegt, ob ich damit Let's Plays mache. Ist ein bisschen aufwendiger hast natürlich die KI mit der geneckt? Ganzkörperkamera. Hm? KI geneckt. Ja, jedenfalls, da habe ich, komm, Alter, ich bin auf einmal wieder krank. Rumpel, kannst du bitte übernehmen? Rumpel, komm doch mal her schnell. Mann, vergiss es. Scheiße. Jetzt sitzt du da drin, Mann, wie lange läuft der Vertrag noch? 5 Minuten? Ich weiß es nicht. Ja.
So, wir müssen uns aber ein bisschen ranhalten, denn wir haben jetzt schon wieder 24 Stunden. Nee, mein Vertrag ist ausgelaufen. Manche Leute wollen wieder sagen, ja, manche Leute, zockt doch mal ein bisschen. Wann fangt ihr an zu spielen? Zum Beispiel die Angelina sagt das. Ja, mit der Ruhe. Wir sind doch. Ihr kennt uns doch. Ja, wir brauchen immer ein bisschen länger. Wir sind Männer, die sich Zeit nehmen auch mal. So, weißt du, nicht immer hoppla hopp alles über den Zaun brechen und rums die Bums aus die Maus, sondern wir nehmen uns doch mal richtig Zeit. Wir machen hier noch mal ein bisschen. Gut, ich fange schon an. Komm. Zumindest bis ich dann sage, jetzt haben wir keine Zeit mehr. Ja, ja, du bist ja immer ja die treibende Kraft, Rumpi. Ne? Das so, dann mach doch mal weiter. Genau, wir machen ja, mal weiter. Ja, mit der Ruhe. Walking Dead auf dem C64, da hat sich, kennt ja das Let's Play, bin ich ja gerade am Zocken, schauen auch viele mit. Sehr geiles Game, muss ich sagen. Ich bin echt extrem überrascht, wie geil das Game eigentlich ist. Ich habe jetzt auch schon ein bisschen weitergespielt und es ist der Mega-Kracher. Kann ich echt nur weiterempfehlen, zieht euch mal rein. Und ein Entwickler... Achso, Und ein Entwickler hat sich in Späßchen erlaubt und hat mal ein paar Artworks gemacht, wie denn wohl The Walking Dead auf dem C64 aussehen würde. Den kennt der ein oder andere aus der älteren Riege, kennt ihr noch von euch, den C64. Das war eine geile Konsole und hier, das wäre so ein kleines Titelbild hier mit Lee und Clementine zu sehen. Und hier gehen wir mal weiter. Das ist wahrscheinlich das Haus von Clementine ganz am Anfang. Oh, geil. Oh, die Grafik. The Walking Dead, hier das Menü einfach mal. Und hier Carly oder Duck, ja. Da will ich gar nicht so viel spoilern, für die es noch nicht gesehen haben, aber das war eine schwere Entscheidung. Duck and Carry. Leider nicht so humorvoll in dem Moment. Arthur. Oder hier am Motel, hier wird abgeschlachtet, wird weggeschnetzelt. You are dead, yeah. Der Sterbebildschirm, den ich glücklicherweise bisher noch gar nicht gesehen habe. Und hier, Just Some Guy, da kannst du halt auswählen, was sagst du, Silence, bla bla bla. Ah, ich glaube, das sind die auf der Farm, die Leute. Ist das nicht ganz am Anfang, wo er aus dem Haus kommt und dann mit der Kleinen und muss erklären, welches Verhältnis er zu hat? Das war, glaube ich, ganz am Anfang noch bei Walking Dead, wenn ich mich daran erinnere. Das stimmt. Ich habe das auch mal gespielt, aber nicht Let's Play. Ich habe das nur mal angezockt. Nee, das ist aber eine andere Situation. Ich glaube, das ist eher Andy von der Farm, Andrew. So, go. Und ja, hier ganz kurz nochmal das Cover, so würde dann das Cover aussehen. Apropos! Kann man auch nochmal kurz vielleicht einblenden, das wäre nämlich echt geil gemacht. Und ich finde es cool, dass sie sich die Mühe gemacht haben, so viel dazu. Ja, apropos The Walking Dead, wir werden jetzt zu Walkie Talkie Deads. Beschissenste Überleitung ever, Alter. Denn wir spielen jetzt den BAMS, den Eurotruck Simulator Nummer 2. Das ist ein fantastisches Stück Software. Ich muss noch mal zugeben, wir haben es in der Pre-Show schon ein bisschen... In der Pre-Show haben wir es schon ein bisschen gesagt. Ich war überrascht, wie lustig das ist. Ja, wir haben ja auch ein schönes Bild gepostet, wo du dich in das Spiel verliebt hast, möchte ich beinahe sagen. Das stimmt. Wir haben ja auch geheiratet inzwischen und kriegen bald Euro Truck Simulator 3. Der kommt dir dann aus dem... Ah, nee, lassen wir das. Aus dem Auspuff. Ja. Geschossen. So. Euro. Aber ich habe Cut dran, ist nicht so schlimm. Ach, du Heilige. Ja, so, das wollen wir jetzt mal loslegen. RCR Software. Da wollen wir mal loslegen. Und Money und Freddy legen los hier. Die Losfahrer, Euro Truck Simulator. Wir werden das beide zeitgleich spielen, der Gronkh und ich. Allerdings werden wir verschiedene Strecken abfahren, ne? Haben wir uns überlegt, damit wir so ein bisschen über... wie heißt der nochmal? CB-Funk oder wie heißt das? CB-Funk, ja. Ne, CB-Funk können wir dann ein bisschen uns unterhalten, so, hey Manni, alles gut bei dir, Düsseldorf, so ungefähr. Ich bin übrigens Matty Mettwurst, das ist mein, man hat immer Pseudo, wenn man mit dem Truck fährt, hat man immer Pseudo, ja. Du bist zum Beispiel... Ich bin Captain LKW. Captain LKW, achso, ich dachte, Captain LKW. Ich kann auch mal mein Bild zeigen, ich bin Captain LKW hier. Ich hätte dich eher für Herr Angel gehalten, ich bin... Captain LKW. Ja, ich bin Matty Mettwurst. Du siehst, der Captain LKW sieht ein bisschen aus wie der Gronkh mit 60. So. Ja, Matty Mettwurst sieht aus wie der Gronkh mit 30. Ja, wie der Gronkh vor 2 Jahren noch. Ja, ich aber echt. Scheiß USA-Reise. Ja. Boah, die hat mich gekillt. Aber wie, ich will gar keinen neuen machen. Was soll das denn? Ich hätte mal ein neues Profil gemacht, aus Versehen. Ja, ich nicht. Ich lade hier einfach schon mal. Fahre fort. Ich bin sehr gespannt. Schade, dass man das nicht Multiplayer spielen kann. Ja, ist ein bisschen schade. So in einer, so ein bisschen Need for Speed World beim Euro-Truck-Simulator quasi. Weißt du, online mit lauter anderen Truckfahrern, das wäre mein großer Traum. Ich muss natürlich noch dazu sagen, jetzt ganz ehrlich, es ist so, dass wir jetzt hier in Köln spielen beispielsweise. Also ich bin jetzt in Köln. Ach Gott. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Jetzt hänge ich hier fest wieder. Wir sollten mal echt ein neues Spiel starten, ganz kurz. Ohne Scheiß. Mit neuem Profil. Bin ich in Köln? Nee, wir müssen nochmal neu starten. Wir müssen nochmal neu starten, weil sonst fangen wir wieder ganz von vorne an mit der ganzen... Ich weiß gar nicht, wie ich hier neu starte. Leider, liebe Freunde, direkt mit ins Spiel gegangen. Wir hatten das ja eben mal angespielt, aber so können wir euch gar nicht zeigen, den Weg von Köln nach Düsseldorf und so. Deswegen mache ich jetzt nochmal ein neues Profil. Da können sich die Leute auch mal anschauen. Firmenstatus, Mitwirkende. Wie soll ich den denn nennen, den Typen hier? Ach, Radio. Radiostream.
Nee, wie soll ich meinen Busfahrer nennen? Schreibt doch mal gerade in Chat. Kann ich mal ganz kurz. Ein Hoch auf unseren Busfahrer, Weltkarte. Erik heißt der. Grunk heißt Erik. Achso, du heißt Erik übrigens, habe ich gehört. Hä? Was? Nee. Nerd? Na ja, komm, jetzt Matti. Schick mir doch mal einen Namen rüber hier. Peter. Horst Peter. Horst Peter finde ich schon gut. So, speichern und laden. Wie kann ich denn speichern? Schweinebacke. Popo. Kackwurst, Mann. Hm? Nett. Weißt du, ich fahre jetzt einfach schon mal rum. Ich bin aktuell gerade in Kiel, ne, weil ich da auch gewohnt habe. Und dann dachte ich mir, Braunschweig gab es nicht. Dachte ich mir, natürlich fährst du dann mal durch Kiel. Der Sarazar hat sich Köln ausgesucht, aus naheliegenden Gründen. Und ich wollte einfach mal gucken, ob ich in meiner alten Heimat hier irgendwas wiedererkenne gerade. Deswegen fahre ich hier einfach gerade mal durch Kiel. Ich halte mich leider nicht. Wow! Oh. So, Horst Peter würde heißen. Ich bin da gerade wogegen geditscht. Das geht ja leider relativ schnell, weil natürlich so ein LKW, der hat natürlich einen ganz anderen Radius als, sag ich mal, ein Kleinwagen. Der ist halt nicht so wendig wie ein Smart. Und ich fahre jetzt einfach mal ganz gemütlich bei Rot über die Ampel. Da war jetzt der Grün geworden. Jetzt wollte ich gerade mal Verkehrssünder machen. Was haben wir denn da drüben? Was ist das da? Ach du Scheiße. So. Auto World. So, also ich starte jetzt mit Horst Peter durch, frisch erstellt, der neue Charakter. Und der wird jetzt gleich durch Köln brausen. Ja. Da kann ich gar nicht lang. Ja, das ist ein bisschen schade. Jetzt halt hier der Flug über Köln. Das können wir mal gerade zeigen, weil das ist wirklich cool gemacht. Und da sieht man auch den Dom hinten und all sowas. Leider können wir jedoch nicht durch die Innenstadt von Köln fahren. Und guck mal, den Turm kenne ich hier, da wechseln immer die Farben. Nachts hier ist der Fernsehturm. Ach was, da wechseln die Farben? Ja, den hast du mir noch nie erzählt. Nee, habe ich noch nie erzählt, ne? So, und ich mache mal jetzt einfach weiter. Und unser erster Transport geht, oh mein Gott, nach Düsseldorf. So, ich fahre jetzt mal los. Was? Von unserem Parkplatz. Sachen wie Karneval und so werden aber berücksichtigt, ne? Das wurde ja alles einprogrammiert, das gibt's da alles, dass in Köln einfach nur noch besoffene Penner durch die Straßen laufen. Nein, nicht Penner, Entschuldigung, das sind ja feiernde Menschen. Schade, ich hätte auch gern Karneval mitgenommen, aber ich konnte nicht, weil ich flach lag. So, ich werde euch mal in Stimmung versetzen, ja? Ja, sehr gut. Entschuldigung. So, wo muss die Schlange? Ja, da gehen wir aus dem Weg, hier kommt der Manfred, ach scheiße. Hier ist schon wieder alles gesperrt für mich. Der Horst Peter, ich habe ja Probleme. Was hast du für Probleme, Junge? Da will ein blöder BMW 5er, ey. Ach, der scheiß BMW-Fahrer. Denkst du, du kriegst ein paar Euro wieder? Komm, muss mir ja nicht reinfahren. Alter, ja. ich fahre ja mit meinem treuen Ross, dem Renault. Das ist ein Flitzer, mein Junge. Wie sieht's denn auf der Strecke nach Kiel? Kst, alles easy, Roger. Kst. 27, bitte die 227. Kst. Ich verlasse jetzt Köln offiziell, bin auf der Strecke nach Düsseldorf. Leider, das ist die verbotene Stadt. Kst, ja, da hat es schon schwer. Sehen wir uns nachher noch beim Wurst Paula an der Tanke? Kst. Ja, ich gebe dir eine Currywurst und eine Kölsch aus. Das ist super. Du sag mal, kst, der Rumpel, ne, der war doch neulich auf diesem Parkplatztreff. Was war denn da jetzt eigentlich? Hat der was gefunden? Treff vom Parkplatz war der letzte. Ja, ich ja. Hab gerade eine rote Ampel überfahren. 350 kostet. Ja, geil. Wie viel? 350 Dacke. 350, Alter, da fliegt mir die Hose weg. Wie viel Geld? Hat der Rumpel glücklicherweise letztens auf dem Parkplatz verdient. Alter, das verdiene ich im Monat nicht, ey. Ich fahr auch hier, ich fahr Fracht, Junge. Ich hab keine Zeit, Benzin frisst mich auf, die Kosten. Das kenn ich, das Problem, Hier, sag mal, hast du eigentlich eine Stulle? Ksch. Nee, ich habe hier aber von meiner Frau, habe ich hier eine leckere, wie heißt das denn hier, Leberwurst? Eine Frau, so was habe ich ja nicht, ich hab eine Kaffeekanne mit Mett drin. Die Kari. Nicht umsonst nennt man mich den Matti Mettwurst. Ah, du Scheiße, Stauber. Ja. Mensch, Matti. So, jetzt komme ich auf die Autobahn hier. Und der lila Launebär. So, das weiß ich nicht. Der ist tot gefahren. Ich bin auch auf dem Weg nach Düsseldorf. Man ist hier ein bisschen schneller in Düsseldorf. Die Städte sind auf jeden Fall nicht so groß. Das geht hier rap. Wo fahr ich denn jetzt hin eigentlich? Ich habe keine Ahnung, wo ich hinfahre. Ich bin auf die Autobahn gefahren, da stand aber nicht dran, wohin. Da stand nur Autobahn. Da musst du ein bisschen auf die Städte. Aber du kannst F1 drücken, dann hast du ein Navigationssystem. Ich fahre sowieso in die falsche Richtung die ganze Zeit. Ich habe die Navi schon an, ich gucke nur nicht drauf. Und auf der Überholspur, sehr gut. Das ist doch egal, ich bin Truckfahrer. Wohin? Mit 90. Nach Hamburg, Rostock-Bremen. Hilfe. Von Kiel nach Hamburg, super. Oh. Das bin ich oft gefahren. Naja, relativ, also ab und zu mal. Komm, mach doch mal Platz hier. Hinten ist alles frei, vorne alles frei, so lob ich mir das. So, nach Kiel geht's rechts ab.
Soll ich Hamburg oder Kiel? Sag mal was. Ich habe gerade ein Problem. Soll ich Hamburg oder Kiel? Sag mal. Mensch, Matti, fahr nach Hamburg. Hamburg. Gut, fahren wir nach Hamburg. Ich weiß noch nicht, wie lange das dauern wird. Du kommst doch gerade aus Kiel, oder? Ja, ich wollte mir da eigentlich ein paar Sehenswürdigkeiten angucken. Ich komme hier nicht mehr weg, weil ich habe ein paar Autos umgerasselt. Was? Ich war jetzt natürlich nicht ganz normal, so wie man eigentlich fahren sollte. Aber ich muss sagen, das Spiel macht mir jede Menge Spaß. Genau nachgestellt wurden die Städte natürlich nicht, weil das wäre ein bisschen zu groß. Aber man hat so ein paar Einblicke bei Düsseldorf, bei Köln oder bei vielen anderen Städten. Europaweit. Man kann auch in London starten. Was mir hier auf der Autobahn gerade fehlt, ist ein bisschen Nitro-Einspritzer. Den hätte ich jetzt ganz gerne, weil das dauert doch schon ein bisschen, bis man fährt. Aber das muss man natürlich mit Zeit spielen. Das ist jetzt natürlich für die Show. Dauert es ein bisschen länger, aber als Let's Play wäre das eigentlich geil. Muss ich echt mal sagen, hier der Fahrer, der Beifahrersitz ist leer, da wünscht mir den Sarrazar herbei. Mein rechter Platz ist frei. So, wir müssen natürlich nachher auch noch die Gewinnspiele schauen, ne, die Bilder dafür. Der Wattspiele? Vom letzten Gewinnspiel, die Bilderchen. Ja, da muss ich durchgucken, da hat man noch keine Zeit. Keine Zick. Da hat man noch keine Zick für. Ich lerne das langsam. Soll ich gerade mal mit dem Eurotruck weiter rumfahren? Und guckst du mal eine Runde? Nee, ich will auch fahren. Alter. Ich will auch fahren. Ich will jetzt nach Hamburg. Hallo, nach Hamburg. Nach Hamburg, yo. Yo, yo. Nee, oh, scheiße. Oh, da verteilt sich meine Bremsanlage. Oh, so ein Cheat. Da hat's mich gelegt, du. Echtest. Da liege ich auf der Autobahn. Erstmal ein Päuschen. Weißt du, morgens 8:30 in Deutschland. Erstmal... Knusper. Ich bin gleich schon in Düsseldorf. Die Autobahn ist natürlich deutlich kürzer als in echt. Ne? Ich kann aber jetzt unten rechts kann ich den Abschleppdienst rufen. Das mache ich jetzt mal. Abschleppdienst kostet nur 525 Euro. Und zwei Stunden Wartezeit, Alter. Das ist sauteuer. Damit habe ich schon ein Viertel meiner Gesamteinnahmen verloren von der Auftragsstrecke, die ich gar nicht gefahren bin. Aber ich hätte gerne Hamburg gesehen. Das Schlimmste ist, ich habe 350 zahlen müssen, wenn ich bei einer Rotampel geblitzt wurde. Oh, erster Aufenthalt in Hamburg. Ich bin nach Hamburg geschleppt worden. Erkenne ich da schon irgendwas? Da hinten ist der Hafen, der Hamburger Hafen. Wollen wir da mal hinfahren? Da waren wir auch letztens noch, ne? Auf der Reeperbahn. Was heißt letztens? Auch schon wieder anderthalb Jahre her. Das ist ja schon ewig her. War lustig. Boah, auf der Reeperbahn nachts um 12:30. Ja, war lange, eine lange Nacht. Also jetzt nicht das, was ihr euch vorstellt. Nee, das war eher Klubben. Ja, wir waren ein bisschen Party machen da. LKW-Fahrer müssen sich auch amüsieren. Und im East Hotel waren wir da. Da wurden wir von Gamigo was, glaube ich. Das waren immer richtig geile Events. Oh. Mit Open Bar und so. Da Ich habe ein bisschen hier... ich bin Auffahrunfall. Tut mir leid. Alter, wieso komme ich nicht zum Hafen? Da ist gesperrt. Huch, also dann bremse ich erstmal gegen die Wand. Mir gefällt der Eurotruck-Simulator sehr gut. Dieses Exemplar werde ich auch auf jeden Fall mit zu mir nach Hause nehmen. Das werde ich auch machen. Und das vielleicht haben wir schon überlegt, ob wir nicht irgendwann mal ein Let's Play machen. Das schaffen wir im Moment zeitlich leider nicht, aber wir werden sehr interessiert. Oh, da geht's nicht weiter, ey. Kann man nach dem Urlaub echt mal überlegen, ne? Ja, ne? Also unser Urlaub wird ja sehr, sehr lange gehen, deswegen müssen wir im Moment auch Urlaub vor allen Dingen, es wird ja Urbeit. Wegen Superhomies natürlich. Das heißt Urlaub und Arbeiten, das heißt wir werden natürlich nicht ganz raus sein, wir werden auch das öftere mal die Internetcafés besteigen sozusagen. Besteigen? Also besuchen. Entschuldigung, das ist bei mir schon so drin. Also jetzt nicht bei mir drin, sondern weißt du schon, ne? Nein. So, ich bin hier gerade am Hafen angekommen. Oh Mann, nimm mal diese BMW. Nein, ich mache jetzt keinen Rumpels-Oma-Witz, die ich da besuchen kann. Die arbeitet am Hafen. Als Lagerverwalterin. Now I'm really pissed off. Ja, da ist er auch schon auf Funk zugeschaltet. Rumpels-Oma. Stimme verblüffend ähnlich. Nee, der Rumpel hat doch Eier in der Hose, haben wir festgestellt. Ja, das stimmt. Ne? Mach mal Balls of Steel hier. So, ich muss hier hinten hin. Ich hab's tatsächlich... Alter, hier ist alles gesperrt. Warum sind denn die ganzen Strecken gesperrt? Ich will doch wirklich nur zum Hafen. Ey, das Geile ist wirklich, dass ich es jetzt fast geschafft habe, an meinem Ziel anzukommen, am Zielort. Bisschen Bürgersteig gedriftet und so. Ist ja okay, kann mal passieren. Wenn ich mir was für den Eurotruck Simulator 3 wünschen dürfte, würde ich mir wirklich so eine Open World wünschen, die wirklich open ist und nicht, wo einfach... Ich komme nicht mehr weg. Wo einfach diese Stoppschilder sind. Ja, du musst aber bedenken, ey, das ist ja... Ist natürlich ein Riesenaufwand. Deutschland nachbauen oder ist Europa. Ich meine jetzt nicht richtig Open World, aber halt so streckenmäßig zumindest. Sag ich, glaube, du müsstest eigentlich rückwärts reinfahren, ne? Nee, ich hab's doch geschafft. Alles super. Basisvergütung, 222. So, guck mal. Hier, begrenztes Halteverbot. Ich habe ja mein 222 hier mal. Achso, sieht man jetzt nicht. Ich hab's erledigt, Alter, hier. Dann macht mir erstmal nachher. Ja, bist du wirklich die Strecke gefahren? Ich habe die Strecke abgeklappert. Köln hat Düsseldorf eine Holzfracht. Ich muss in Kiel was liefern und bin jetzt in Hamburg. Also, ich bin kein guter Lieferfahrer. Guck mal, unsere Firmenzentrale ist das hier. Zeig mal gerade meine Firmenzentrale. Unsere von der Play Massive. Die Firmenzentrale. Sieht ähnlich aus auf jeden Fall.
Ach, guck mal, das ist auch der Valkuro. Ja. Mensch, viele Mensch, Grüße. Mensch, der Dennis Wert da. Der liegt da auch rum. Ach so, für den Valkuro übrigens, dem Higur nochmal nachträglich zum Geburtstag. Das habe ich ja verpasst letzte Woche. Und dem Valkuro natürlich auch. Ja, stimmt. Das der hat nämlich auch sagen. Geburtstag. Da muss man dran denken. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Leider konnte ich letzte Woche nicht gratulieren, weil ich war ja rumpifiziert. Ich hab's sozusagen auch verdasselt. Das schäm dich, Alter. Ja, schäm dich. Aber ich bin ja bei Geburtstag, ich würde ja meinen eigenen vergessen, wenn ich ja, Leute dran erinnere. Ich würde deinen eigenen auch vergessen. Ja, wenn ich wäre. Ich weiß ja, wann du Geburtstag hast. Ich nicht. Ich versuche das immer zu verdrängen, aber. Am 31. Einer. Februar. Das stimmt. Ich bin eigentlich 4 Jahre alt. Nee, den gibt's ja gar nicht. Nee, da wäre ich ja, ja, klar. 29. Dann wärst du, genau. Das wäre der Schaltjahr-Dings. Da wärst du auch ein Jungspund. Werde ich 6 oder 7 Jahre alt. Ja, der kleine Erik hier. Der kleine Erik. Ja, da bin so, ich. Meine Firmenzentrale, sagen wir jetzt mal, das ist eine sehr, sehr schlichte Garage. Nichts Besonderes, aber immerhin ein Anfang. So, Alter. Ich komme mir gerade vor wie der Truckfahrer von der Foundation für Recht und Verfassung, wenn ihr das noch kennt. Kennst du noch die Foundation für Recht und Verfassung? Nö. Die kennst du, 100 pro. Schwarzer Truck, dann fährt da immer so ein Trans Am raus. Und dann sagt so ein Typ mit vielen Brusthaaren immer, hol mich heraus, Kumpel. Boah, sagt mir nix. Was? Alter. Knight Rider, Mann. Ach, Knight Rider. Hol mich heraus, Kumpel. Da war doch mal die Foundation für Recht und Verfassung. Ja, natürlich. Kid gesagt, dann hätte ich es natürlich sofort gehört. Ich bin sehr enttäuscht heute. Ich bin jetzt gerade im Dings-Simulator hier. Ich bin am Arbeiten, Junge. Ich im Was-Simulator? Hier, im Eurotruck. Also ich fahre hier. Ich würde ja gerne mal nach Milano. Boah, man kann die Karte. Schaden habe ich erst 64%. Ich will mal gucken, ob ich noch auf 100% hochkriegen kann jetzt. So. That's what she said. Ich würde sagen, wir haben jetzt 0,34%, habe ich erst erkundet übrigens von der Karte. Wir machen mal weiter mit dem nächsten Game, oder? Denn wir haben ja noch 4 heute. Ja. Und außerdem haben wir noch das Gewinnspiel und was weiß ich was alles. Ich schalte mal ganz kurz die Kameraperspektiven. Ne, wo waren denn das? Huch. Das war die Feststellbremse. Wie konnte man nochmal die Kameraperspektiven wechseln? Das hatte ich vergessen. Mit F3 oder 4. Drück mal F4. F4? F8 drück auf jeden Fall mal die F8. F8. Scheiße. Oh, Sie haben Post. Warte mal, F6 ist das Post. So, momentaner Auftrag ist schon bei... An die 8, ich glaube, bei der normalen Zifferblock. Ah ja, genau. Mein momentaner Auftrag ist übrigens bei -350 €. Das heißt, ich bin prädestiniert für diesen Job. Ja, das sagt natürlich auch ein Mega-Unfall. Da hast du natürlich soll einer sagen, ich bin geldgeil, weißt du? Ja, echt, ey. Ich mache den Shit einfach, weil es mir Spaß macht, weil ich Truckfahrer aus Leidenschaft bin. Jetzt fahre ich übrigens nach Kiel-Kassel. Wie passt das denn zusammen, Kiel und Kassel? Da muss ich aber eine Abfahrt runter. Da bimmelt's an der Kassel. So, ich fahre mal nach Kassel runter. So, hier will ich ja gar nicht hin. Moment. So, ich hätte jetzt echt Bock, hier weiterzufahren, aber ich glaube, für die Show ist das natürlich ein bisschen... Nee, wir müssen jetzt auch mal unser Gewinnspiel starten, weil wir haben ja nicht ewig Gut, dann fahre ich hier mal ins Grüne. Hua! Bam! Voll weggeschlittert. So, hat man leider gerade nicht gesehen. So sieht das dann hier aus. Ich schalte mal ganz kurz... So sieht ein erfolgreicher, erledigter Truck aus. Das ist der Jagdsimulator. Wenn man den heimischen Truck geschossen hat, dann liegt er da bereit zum Ausweiden. Mhm. Und dann kann man den auch, vor allen Dingen vorne kann man den Kopf abtrennen, den kann man sich an die Wand hängen. Hier dreht sich das Rädchen noch ein bisschen, da zucken noch die letzten Nerven. Wie gut auch, dass die anderen Fahrer, die da vorbeifahren, so hilfsbereit sind. Ja, das ist einfach Deutschland, das ist doch normal. Ja, wär's der Unfall hier in Frankreich passiert, ging das. Oder in Italien, oder? Ja, genau, da hätten sich alle ausgeraubt sofort. Genau. So. Ach, der Kai Scheller hat übrigens am Schaltjahr Geburtstag. Das ist interessant. Das ist ja unglaublich. So, ich gehe jetzt auch mal aus dem Spiel raus. Oh, ich glaube, das wird heute schwer, jetzt noch die ganzen Gewinnspiele rauszufinden. Ich glaube, das müssen wir fast verschieben. Fast verschieben. Oder dann machen wir das nächste Woche, die Gewinnspiele hierfür, weil die ganzen Exemplare, wir haben 10-mal diesen Truck Simulator, die sind noch gar nicht da, die sind noch in der Post. Das heißt, wir können die auch noch gar nicht verschicken. Okay, aber also, wie machen wir das mit den heutigen Gewinnspielen? Weil wir haben ja noch gar nicht die Bilder raussuchen können bisher. Und das sind die werden wir für nächste Woche raussuchen und dann nächste Woche auch bekannt geben. Genau, dann machen wir nächste Woche zwei Gewinnspiele. Ich sehe jetzt schon so viele Teddybären, das ist der Wahnsinn. Also ich bin hier gerade mal ein bisschen am Überfliegen. Ich habe mir das ja das schon mal ein bisschen angeschaut. Das Spiel ist aber auch geil. Das Lustige ist, das Spiel habe ich mir dann 2 Wochen vorher, wollte ich mir das noch bei Amazon bestellen. Oh, darf man ja jetzt nicht mehr. Amazon hat da gerade den Riesenskandal am Arsch wegen den Arbeitsbedingungen und sowas. Da ist die ganze Facebook-Seite ist mit Shitstorms beladen gerade. Vor 2 Wochen wollte ich mir dann noch dieses Teddy-Spiel bestellen, lustigerweise, weil ich das irgendwo gefunden habe im Internet. Dachte ich mir, oh, das kann man sich mal angucken für ein Let's Play vielleicht. Und dann präsentieren die Jungs das einfach im Livestream. Dann lag ich da auch und dachte mir, boah, danke auch. Nee, fand ich aber super, weil das sah auch richtig spaßig aus. Das ist auf jeden Fall richtig geil. Also wäre das ein Game irgendwie,
was man im Multiplayer spielen könnte, wäre das natürlich der Obertraum. Das stimmt natürlich. Muss man einfach mal sagen. So, wir haben auf jeden Fall hier sehr, sehr viele Einsendungen. Ich würde sagen, die zeigen wir dann nächste Woche, liebe Freunde. Müsst ihr euch leider noch ein bisschen gedulden, weil, oh, guck mal hier, das muss ich gerade mal zeigen. Nee, das muss ich gerade mal zeigen. Kann man gerade auf meinen Laptop gehen hier? Was die Jenny bunkert hier? Guck mal. Ach, das Community-Treffen. Das war das Community-Treffen, ne? Die Jenny, die gute, ja, kennt ihr. Geil, das. Viele Grüße an alle, die da teilgenommen haben. Das fand ich ja ziemlich geil. Das haben wir leider viel zu spät mitgekommen, unter anderem und... Ich lag da eh flach, ich hätte gar nicht mitkommen können, aber trotzdem fand ich das ziemlich geil. Ich habe auch gute Besserungswünsche bekommen. Vielen lieben Dank dafür nochmal. Es hat funktioniert, wie man sieht. Bisschen kratzig ist der Hals noch, ich kann jetzt nicht allzu viel reden. Das heißt, der Sarazar muss auch ganz viel quatschen und jetzt nach der Stunde muss ich dann wieder... Ich habe auch hier, kann ich mal ganz kurz... Ich darf ja keine Werbung machen, aber ich habe hier meine guten Gedo Revoice, ne? Wenn ihr viel mit Sprechen macht und sowas, dann sind die sehr empfehlenswert. Darf ich natürlich keine Werbung für machen, habe ich jetzt aber trotzdem, weil die haben echt geholfen. So. Und da gibt es so schöne, süße Teddys, die ihr habt, das ist ja der Hammer. Dann sagt mal jetzt bitte an, was wir für diese Woche als Gewinnspiel haben und dann geht weiter. So, für diese Woche. Wie gesagt, das andere Gewinnspiel mit den Teddys können wir auch erst nächste Woche auflösen. Das heißt, nächste Woche steht im Zeichen der Gewinnspiele. Und für diese Woche haben wir noch 10-mal den Euro Truck Simulator 2. Den könnt ihr gewinnen. Wir haben zum Glück schon einen, sonst würde ich auch mitmachen. Also ernsthaft, weil das macht wirklich irgendwie Spaß. Ich weiß nicht warum, aber es fesselt schon, da rumzufahren, wenn man das selber spielt. So, auf jeden Fall, wenn ihr die haben wollt, müsst ihr Folgendes tun. Den Rumpi, den Sarazar und oder den Gronki als Truckfahrer darstellen. Und das ist natürlich ganz egal, ob das dann Rocker-Trucker sind oder vielleicht tatsächlich Matt-Wars-Trucker. Hauptsache witzig, sage ich mal. Cool oder witzig. Oder Horst-Peter-Trucker. Horst-Peter, ja, zum Beispiel. Oder auch eine Truckerin, ne? Zum Beispiel den Rumpi, der wäre ja noch prädestinierte Lady. Oder Rumpi auf dem Parkplatz-Treff. Rumpi auf dem Parkplatz-Treff. Ja, wurde die 350 Euro für meinen Dings verdient, mit meinem Schaden. Muss der, für 350 Euro muss der aber schon ganz schön viel. Der hat auch viel. Der hatte den Mund voll, sag ich. Der hat auch Stundenkurs. Der hatte nachher die Schnauze voll. Da musste er bestimmt schwer schlucken, als er das gehört hat. Entschuldigung. Der schlägt uns noch hin. Ja, macht er sowieso. Wir kriegen immer Schläge nach der Sendung vom Rumpel. Ich war's nicht. Nicht nur, weil wir zu spät kommen immer, sondern weil auch, ne? Ja. Tut mir leid, Rumpel. I'm sorry. Das habe ich jetzt von diesem BP-Ding bei South Park, habe ich das übernommen, immer mit diesem I'm sorry. Wie heißt nochmal der Chef von der BP immer? Der hat doch immer wenn es Unglücke gab, der hatte dann immer irgendwie hier, es tut mir leid. Ja. Es tut mir leid. Immer wenn mal wieder eine Ölplattform versunken ist, ja. Ach Mensch, Millionen Fische tot. Ach, tut mir leid. Oh, das ist aber wirklich tragisch jetzt. Ja, dumm gelaufen, kann doch mal passieren. Ja, hey, Mensch, lass uns nicht streiten. Wir wollen alle Auto fahren, hä? BTF? Ja, nächste Woche gibt's dann die Bären, das Gewinnspiel und wie gesagt dann noch das Gewinnspiel zu unseren Truckern. Gleich doppelt Gewinnspielbilder sozusagen, da würden wir uns dann ein bisschen mehr Zeit für nehmen müssen. Nächste Woche ist, soweit ich informiert bin, dann auch die letzte Sendung vor unserem Urlaub, denn am 1. werden wir dann bei Last Man Standing, da werden wir ein Mega-Event starten, einen riesig fetten Livestream, das wird richtig geil, da ist noch viel in Planung, der wird aber mit extremer Überlänge stattfinden, also da werdet ihr auf jeden Fall alle da sein, wir haben uns viele Leute eingeladen. Man weiß die Länge noch nicht genau, am Anfang waren geplant 24 Stunden, aber das geht einfach nicht, dann war geplant 12 Stunden, das war eigentlich schon festgemacht, jetzt heißt es momentan aktuell, es werden wahrscheinlich 8 Stunden. Was aber natürlich schon reicht. Das heißt, wir müssen 8 Stunden auf Sendung gehen. Ich hoffe, wir werden das überleben und vor allem 8 Stunden durchquatschen. Und das Niedliche ist ja, dass man sich im Hintergrund jetzt über genaue Pläne macht. Ja, wie machen wir den Ablauf? Was machen wir dann? Was machen wir dann? Wer genau gegen wen? Und am Ende wird das sowieso ein völlig chaotischer Haufen sein, wo dann jeder gegen jeden, das heißt, die Pietz sind mit dabei und vielleicht noch ein paar andere, lassen wir uns überraschen. Und das wird ein völlig chaotischer Haufen. Das wird bestimmt ein lustiges Durcheinander. Und hoffentlich spielen wir nicht nur Computerspiele, sondern auch mal ganz klassische Games. Aber wir werden uns überraschen lassen. 8 Stunden. Das ist jetzt immer das Zeichen, wenn ihr zu langsam seid oder wenn ihr mal weitergehen solltet. Übrigens, interessante Geschichte. Ja, ihr wird gefragt, warum dein Rasierer kaputt ist. Aber das hat ja auch einen Hintergrund. Den werdet ihr noch erfahren, warum der Gronkh gerade sein Bart... Ich hab das schon verraten. Ach, du bist ja... Nee, wieso? So, ist so ein offenes Geheimnis. Der will nämlich in Dubai wollen wir einen auf Araber machen halt, ne? Also der Gronkh will einen auf liegt hier auf der Hand. Ne? Und dann richtig schön hier mit Turban und einem langen Bart. So. Genau. Deswegen, ich mache jetzt momentan, ich dachte, du machst das auch, weil du bist ja auch völlig unrasiert. Ich bin ja gar nicht völlig unrasiert. Du bist völlig unrasiert. Du bist völlig unrasiert. Ja, hier habe ich mich sogar mal rasiert. Das sieht aus wie ein Bär um die Eier. Also jetzt mal abgesehen vom Bart auch. So, auf jeden Fall, ich dachte, wir machen das zusammen. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Oh, meine Uhr.
Nee, das steht ja viel besser. So, auf jeden Fall, wir machen das jetzt so, dass wir uns bis, also ich zumindest mache das dann so, dass ich mich bis Dubai nicht mal rasiere. Mal gucken, was dabei rauskommt. Dann gibt's wir sind ja eigentlich gar nicht in Dubai, ne? Also wir sind auch in Dubai, aber wir sind eigentlich in Abu Dhabi. Aber das auch nur kurz, danach geht's dann nach Bangkok und danach geht's dann auf die Insel in Thailand. Also es wird ein mega geiler Trip für die Superhomies und wir werden natürlich hoffentlich wieder viele, viele Videos mitbringen können. Und natürlich wird es auch Let's Eat geben. Oh, das wird. Ich bin mal gespannt, was uns da in Arabien erwartet. Ich habe mir vorgenommen, dass wir die Let's Eats ein bisschen anziehen, dass wir da ein bisschen mehr Action Verraten. Jetzt mal gut mit dem Format. Wir müssen uns selber unter Druck setzen. Lasst euch mal überraschen. Ja? Wir müssen uns selber unter Druck setzen. Wir haben uns da viel überlegt. Ein Ziegenbart. Ja, ich wollte so wie der Diktator. Oder vielleicht auch so eine Augenbrauen, wie so ein chinesischer Lehrmeister. Wie der Sabbat vom Diktator. Ja, das wäre auch geil. Film, so, einfach nur so. Das wäre auch geil. Weißt du, was lustig ist, wenn wir jetzt noch weiter erzählen, dann wird der Rumpel bestimmt voll sauer. Ja, und schreit uns voll an. Machen wir mit dem nächsten Spiel weiter, weil ihr seid ja hier, um auch ein paar Spiele zu sehen und nicht hier. Was? Ja, wir waren ja schon mal in Bangkok. Hier, Patrick sagt Bangkok Hangover 2. Genau, wir waren ja schon zweimal in Bangkok. Ist ja nicht die erste Reise. Und ja, das wird auf jeden Fall eine spaßige Angelegenheit. So, jetzt kommen wir aber rüber. Ich muss jetzt mal rüberrucken zu ihm, weil das spielen wir auf Gronks Laptop. Jawohl, soll ich drehen? Siehst du Championship alles? Rally spielen wir heute. Das ist auch so ein bisschen im, ich sag mal, Mario Kart-Look gehalten. Aber wir werden da als Schafe durch die Gegend hoppeln. Ne? Kann man so. Ja, glaube ich, so. Schafkoppel, ich gehe mal ganz kurz. Herde war es, ne? Herde. Und dann machen wir. Wir machen erstmal normales Rennen, ne? Genau. Das Ding ist, jetzt muss ich auch mal gucken, wie ich wählen kann. Aha, so. Ich nehme mal den Wolf, glaube ich. Nimmst du schon wieder den Wolf? Ja, zur Abwechslung. Ja, den Wolf hatte ich okay, eben. Okay, ich nehme mal, das Hip-Hop-Schaf oder nehme ich. Das alte, das ist ein Bart, ne? Ist das ein Bart? Kann man gar nicht so sehen. Ich glaube, ich nehme das. Oma, warum hast du so große Augen? Damit ich dich besser sehen kann. Damit ich die geile Scheiße besser abchecken kann. Oma, warum hast du denn so eine große Zähne? Damit ich dich besser fressen kann. Damit ich die abends besser rausnehmen kann, weil ich schon sehr, sehr alt bin, du Wichser. Oh, der Vollmini hier. So. Alter, ach, weiß ich gar nicht, wie man spielt. Hier, hier ist er noch kleiner. Alter, das ist auf einmal wirklich viel kleiner. Alter, das ist ja Mini. Warum bleibt mein Charakter stehen? Mein Wolf. Dein Charakter ist schon vor langer Zeit stehen. Alter, der hat mich. Noch. Der Wichser. Der hat mich voll gegen das Ding laufen lassen. Ey, wie lahm ist mein Wolf auf einmal? So, ich versuche ja mal gerade ein bisschen. Ey, womit kann ich nochmal die Dinge aktivieren? Das weiß ich alles gar nicht mehr. Ich weiß nur noch, wie man springt. Ja, das weiß ich auch noch. Oh. Alter, ich bin sowas am Scheiße, ich bin auch gerade voll am Arsch. Ich laufe immer gegen die Wände. Du hast am Ende hast du richtig beim Üben. Wir machen ja mal Pre-Show. Nicht Pre-Show, sondern. Alter, was? Da ist ein Stier gerade voll auf mich losgegangen. Ja, wir üben immer noch so ein bisschen zwischendurch. Muss man dazu sagen. Also, wir spielen immer auch. Jetzt bin ich Letzter, so richtig übel. Nein, und ich bin gerade voll gegen. Weil ich versuche, die Steuerung gerade zu kapieren, bin ich gerade voll gegen einen Baumstamm gelaufen. Ah, okay, jetzt langsam check ich was. Alter. Bei mir gehen die Dings nicht mehr. Wo nimmt der Rumpel die Mucke eigentlich her? Bei mir geht kein Special mehr, Alter. Ah, Alter, hört auf, mich als Trampolin zu missbrauchen hier. Ey, kann es sein, dass man in der ersten Runde bei dem Spiel noch gar keine Specials nutzen kann? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Hoppa. Ich hab die ganze Zeit welche am Finden, aber ich krieg... Alter, hört auf, mich als Trampolin zu missbrauchen. Ich bin nicht eure scheiß Matratze. Warst du das gerade? Nee. Ich weiß es nicht. Oh nein, Alter. Nein. Nein, und jetzt baller. Alter, das ist. Jetzt hört auf mich als Trampolin. Ich fühle mich so missbraucht. Boah, ich bin sowas von mega schlecht. Alter, der Stier und der hüpft über mich drüber. Das gibt's gar nicht. Die machen uns diesmal echt fertig. Hab ich so das Gefühl? Alter, das gibt's nicht. Ich bin hier. Was ist denn mit den Specials? Ach, jetzt geht's wieder, okay. Ey, bei mir hat sich die Tastenbelegung geändert, ohne Scheiß. Jetzt ohne Kacke. So. Ah, jetzt krieg ich die Specials auch endlich wieder. Alter, das gibt's ja wohl nicht. Unverschämtheit. So, ich bin wenigstens wieder Dritter jetzt hier. Du bist der Erste, wir sind da. Ich bin Erster? Was? Konnten das passieren? Muss ein Fehler sein. Das Spiel ist buggy. Ich kann nicht Erster sein. Was bringt, wenn man die Münzen da findet? Das habe ich immer noch nicht rausgefunden. Oh, letzte Runde. Ach du Scheiße, ich bin so schlecht. Dann fordere ich gleich noch eine Revanche auf jeden Fall. Was? Oh, ich bin Dritter. Cool. Weil wir eben auch Erster und dann hat mich einer dann weggeschubst, so ganz kurz vorm Ziel noch. Nee. So gemein war das. Das ist ja, das ist ja. Weinen können. Nein, ich bin gerade gestolpert. Nein, ich bin in den Fluss. Der Fluss ist mies, wenn man da einmal drin ist. Und dann verlierst du auch noch deine ganzen Specials, das darf ja wohl nicht wahr sein.
So, ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren. Ich kann jetzt gar nicht so labern, weil ich will meine Pole Position hier nicht aufgeben. Boah, der kleine Stier. Es wird auch immer schwerer dann mit der Zeit. Cool. Nein, Alter! Bist du wieder ins Fluss, in den Fluss gefallen? Oh. Boah, zum Glück habe ich diesmal nicht die Arschkarte wie vorhin. Da war ich die ganze Zeit echt gut im Rennen und plötzlich war ich letzter. Ja! Als erster durchs Ziel. Was ist denn hier los? Alter, Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch. Gratulation. Das ist ja unfassbar. Gratulation. Gratulation. Das ist mir noch nie passiert. Dass ich als erster durchs Ziel bin. Oh, da bin ich auch. Yeah. Na gut, erster und zweiter kommen. Neuer Versuch machen wir nochmal. Das war ja. Aber ja, macht ein anderes Level. Ah ja, das wäre nicht. Aber wie kriegt man das andere Level? Escape? Geh mal auf Select, dann müsstest du eigentlich rauskommen aus dem Spiel. Fortsetzen, neuer Versuch. Beenden, muss beenden und dann nochmal neu machen. Das ist ja blöd, warte mal. Warte. Dann machen wir hier ein bisschen. Ich finde die Musik übrigens schön, die du rausgesucht hast. Die gefällt mir sehr gut. Guck ich in der Zeit nochmal kurz im Chat. Ja. So, Herde. Wenn du da ein neues Level auscheckst. Ich mach nochmal ein normales Rennen. Hier, was denn hier geht. Oh, das Spiel ist ziemlich cool. Hier, Gronkh Beste, sehr geil. Wie heißt das Spiel? Sarazar ist halt nicht nüchtern. Was weißt du das? Der ist liebestrunken immer in meiner Nähe. Genau, machen wir die Winterkarte, die ist gut. Genau, ich mach die Winterkarte. Nee, bei mir muss ich ehrlich sagen, bei mir hat sich die Tastenbelegung geändert. Ja, bei mir konnte ich auch die Specials eine Zeit lang nicht aktivieren. Ich weiß auch nicht, warum. Und dann konnte ich genau die Specials die ganze Zeit nicht aktivieren. Der Wolf ist schwer zu steuern, aber er ist eigentlich sehr schnell, dass der Vorteil. Der Vorteil, die sind natürlich alle ein bisschen unterschiedlich, so wie wir rausgefunden haben. Scheiße. Zack. Oh, oh mein Gott. Hab ich dich auf dich draufgesprungen, dann runter, ne? Bist du das gerade? Nee. Wie? Ja, ich bin ganz weit hinten wieder. Ich bin völlig abgeschlagen. Ah, okay. Gott sei Dank. Alter. Alter! So klein hier. Das gibt's doch nicht. Das, ey, das gibt's doch nicht. Ich werde getroffen wirklich? Und dann springt der nochmal auf mich drauf. Das ist so mies teilweise. Das Spiel ist teilweise wirklich winzig, ne? Wow! Das Spiel ist, Alter, ich kann das kaum sehen, so klein ist das auf dem Monitor. Das ist wirklich winzig. Ja. Nein! Wow! Nein! Das gibt's doch nicht. Dafür kriegst du doch mal. Alter, wo bin ich denn hier? Das war aber echt Pech gerade. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, wo ich bin, wo ich lang muss teilweise. Du bist voll das Phantom-Talent. Du bist voll das Schaf, Alter. Nein, Schien ist ja noch lang. Ey, Mann! Du bist jetzt aggro. So langsam echt. Boah, der. Das Problem ist echt, dass der Wolf hier für die Karte einfach mega schlecht ist, weil du hier runterfallen kannst an der Seite und dir die Geschwindigkeit im Prinzip einfach mal gar nichts bringt. Das stimmt. Nein! Nein, 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 gestolpert! Ja, gestolpert! Ich bin gestolpert! Naja gut, ich bin auch der Opa, das Opa-Schaf. Yeah! Dip, 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 dip. Oh, baby. Oh, baby, baby, balla, balla. Du bist echt der Knaller. Alter! Huch, wo muss ich lang? Ich bin gar nicht gesprungen gerade. Und dann hüpft mich da so viel wieder an. Ich muss aufpassen. Ich würde gerne richtig mitsingen, aber ich darf ja nicht. Ich muss ja noch meine, ich muss meine Stimme noch ein bisschen schonen. Du musst deine Voice schonen. Mein Voice of Germany muss ich noch ein bisschen schonen. Mein Invoice of Germany. Heißt das nicht Rechnung? Ja, Invoice ist Rechnung. Ey, cool. Ich hab auf jeden Fall nochmal auf. Ey! Alter, ich führe die ganze Zeit aus irgendeinem Grund. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Ich glaube, du hast das schnellste Schaf genommen. Ich glaube auch. Ich hab den Opa genommen, der kann nicht der schnellste sein. Ja, wer weiß. Alter, schon wieder runtergeknallt. Mir passieren aber auch fast keine Missgeschicke, wobei das hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Ja, in dieser Karte hängt es, glaube ich, gar nicht von Geschwindigkeit ab, sondern eher auf Handling. Vom Schaf. Das Handling, sagst du, ja? Ja, weil der Wolf ist ja eigentlich sehr schnell, wow. Aber Scheiße. Das kann doch nicht sein. Was hier manchmal abstürzt, ist einfach lächerlich. Diddli 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 diddli. Yeah, yeah. Ich krieg echt einen Agro-Film gerade hier. Budu. Und du bist Vierter und legst dich regulär aufs Maul. Guck mal. Du spielst ganz schön scheiße. Guck mal, mein Wolf, wie langsam der gerade ist. Jetzt ist er schnell. Schau mal, was ich hab. Ich hab den ersten Platz gemacht und du bist Nummer 4. Zwischen Nummer 5, Alter, du bist voll das Tier.
Geil. Alter, jetzt gibt mal ein bisschen Rakete, genau. Ich komm nicht mehr vom Fleck mit dem Ding hier. Du hast doch erst 8 Münzen gesammelt. Das ist erschütternd. Da will ich nochmal ein Match machen. Noch ein Match? Rumpel haben wir noch Zeit für einen... Diesmal nehme ich einen anderen... Oh, da müsst ihr aber richtig, richtig schnell sein. Also ja, wir haben ja noch, wir haben noch eine halbe Stunde. Pass auf, wir machen mal, wo war denn das mit dem... Mit dem Wolf, das kann man doch irgendwo machen, dass der Wolf... Nee, mach mal einfach noch ein anderes Level, die sind eigentlich ganz cool gemacht, finde ich. Die, ja, können die wir mal zeigen. Na gut, okay. Böser Wolf oder normal? Nee, normal will ich machen. Na gut. Böser Wolf ist immer so ein Spielmodus. Sonst ist der Sarazar gleich am Anfang draußen, ist ja auch doof. Ja, genau, da muss ich ja den Wolf wieder spielen. Ich nehme mal diesmal auch einen anderen, weil der Wolf ist echt so ein... So, warte. Achso, Wüste oder... Ja, mach mal. Warte, weil gerade, ich glaube, gerade bei den schwereren Karten ist der Wolf nicht so gut. Der ist eher auf so Racing-Karten, weißt du, wo du ganz schnell sein musst. Ja, das stimmt. Und sobald du aber abstürzen kannst, ist es, glaube ich, ein bisschen problematisch mit dem Wölfchen. Ja, ja, ja. Und außerdem, wie kann es sein, dass mich so ein kleines Schaf anspringen kann? Ein Wolf aus der Ecke haut. Ey, das Schaf hat Hufe, hallo? Und vor allem, das war ja auch ein rolliges Schaf. Die entwickeln ungeahnte Mörderkräfte. Das sieht mir sowas wie ein bisschen nach West Texas aus, ne? Roadrunner-mäßig so ein bisschen. Wild West. Oh, Alter, der Film war so scheiße. Ah, der Song war cool. Der Song war cool, aber der Film Wild West. Boah, kann ich mich gerade noch dran. Irgendwie lädt der. Dieser komische Riesenspinne und bla. Warum lädt der so lange? Sollte eigentlich nicht so lange laden. Nee, eigentlich nicht, ne? Upsi. Tja. Da ist Alt F4 Action angesagt. Das ist der wahnsinnig tolle Ladebildschirm. Ich glaube, das ist ein Hinweis, dass wir weitermachen müssen. Es tut mir leid, aber du hast heute verkackt. Nee, ich will noch ein Match machen. Wir machen es nochmal irgendwann in der Sendung. Du gewinnst ja sonst immer. Rumpel, wie sieht's denn aus? Komm, schnell. Wir haben noch Zeit, wir haben noch eine halbe Stunde. Wir können ja nicht eine halbe Stunde Need for Speed da die ganze Zeit flüchten. Das geht schon. Jetzt hast du schon verraten, was wir vorhaben. So, komm, hier, Deutsch. Wir können eigentlich sogar noch zwei machen. Das geht ja echt hier in ein, zwei Minuten. Naja, wir wollen es mal nicht übertreiben. Und es macht ja auch Spaß. Nimm mal lieber nicht die gleiche Map, sondern irgendeine andere dann noch. Okay. Wie nehme ich denn? Sie hier vielleicht? Mit dem geilen Röckchen? Alter, guck mal, da kann man voll in den Rock gucken. Der sieht ja lustig aus mit der Mütze. Ich nehme sie hier, weil die einfach so geil ist. Kann man kurz auf dem Monitor schalten? Sieht man das? Also man muss sagen, die Sprache unten ist ein bisschen falsch, hat ein bisschen kyrillischen Zeichensatz mit drin. Deswegen wollte man das eigentlich vermeiden, das zu zeigen. Aber ganz... Ach, scheiße, ich habe die falsche Map genehmt. Ja, das ist die erste nochmal, ne? Genau. Oder wollen wir die nochmal machen? Warte, lass mal das ein bisschen so und dann kann ich es auch sehen. Okay. Bin ich ja mal gespannt. So. Das Schaf ist ganz gut hier. Handling auf jeden Fall deutlich einfacher. Habe ich einen getroffen eigentlich? Alter, wie ich hier mit meinem Röckchen auch rumlaufe, ne? Ich bin schon erotisch. Sieht gut aus. Nein! Falsch gesprungen. Oh, da ist mir einer auf den Sack gesprungen. Bitte was? Ja. Oh, nee! Das tat weh dann wahrscheinlich. Alter, hast du gesehen gerade? Ich habe auch ein Pech, ey. Bist du kaum am Fluss, springt der einer auf den Kopf. Das geht ja schnell. Passiert mir am Fluss auch mal regelmäßig. Immer, ne? Ja. Am Rhein so. Bist du am Rhein? Ich verliere hier. Sag mal, warum ist es am Rhein so schön? Weil man reinfallen kann. Alter, wer hat mir denn da gerade eine Rakete in den Arsch geschossen? Ah, die Karte ist auch ganz geil eigentlich, weil die noch so ein bisschen easy ist, ne? Das stimmt. Oh, der kommt nicht hier rüber. Alter. Guck dir das an. Ich kann gerade nicht. Ey, das Spiel ist super optimiert. Also so Fortuna scheiße. Ist heute nicht auf meiner Seite. Fortuna Düsseldorf? Ja. Fortuna, die sind sowieso nie auf meiner Seite. Ich bin jetzt gerade mal in der zweiten Runde. Du verlierst gerade gegen ein Mädchen, Sarazar. Der hat gegen Gronkh, das stimmt. Aber das ist ja nichts Neues. Dass du gegen mich verlierst? Na ja, gut, das stimmt. Gegen Mädchen, also dass du Mädchen Ach, du verlierst bist. Sonst immer gegen Mädchen, ich verstehe. Je nachdem. Will ich überhaupt nicht sagen, dass Mädchen Obwohl, ja, das Spiel stimmt. Heutzutage ist. Da will ich den Mund nicht zu voll nehmen, lieber Gregor. Nicht so wie Rumpel an der Raststätte. Nicht so wie Rumpel, es tut mir leid, der macht hier so Vorlagen das immer. Das kommt alles auf die Liste. Ach du Scheiße. Oh, jetzt geil. Moment. Ah, den habe ich nicht bekommen. Jetzt muss ich natürlich aufholen wegen dem Bug hier gerade. Habe ich schon erwähnt, dass ich Erster bin die ganze Zeit? Ja, warte mal ab. Ich komme noch. Oh, wer hat mich denn jetzt getroffen? Das war... Ey!
Ey, das ist so asozial. Der Rumpel haut sich hinten weg, weil ich einfach so mega Pech hab. Ach, schön. Ich glaube, wenn du einmal nach vorne bist, dann kriegt dich ja keiner mehr. Und wenn du aber hinten die ganze Zeit weggehauen wirst, ja, dann hinten ist halt immer, Krieg. Bist du immer wieder weg. Hinten ist Krieg, vorne ist die Luft natürlich entspannt. Oh, hast du was aufgenommen mit deiner neuen Band? Scheiße, ich bin ins Wasser gefallen, siehst du? Ja, was ist denn das für ein Lied? Alter, wo nimmt der Rumpel so eine Lieder her, frage ich mich. Ich hab den Sarah duschen aufgenommen. Vor allem mal mit Triple Voice, weißt du doch. Triple Voice, echt. So, na, ja, das ist ja jetzt. Jetzt habe ich aber noch eine ganz gute Runde hingelegt, eigentlich. Also die letzte. Die anderen waren eine Katastrophe, weil ich immer vor so einem Balken umgehauen wurde. Scheiße, ich stolpere hier auch des Öfteren mal wieder, aber egal. Ja, Mann, ich komme. Mir geht's hier hinten ja ganz gut eigentlich. Alter! That's what she said. Ja, ach was. Das stimmt. Da hast du mich aber jetzt nicht mit in die Pfanne gehauen. Mit nee, und Alter, genau auf der Ziellinie hat er mich noch überholt, der Wichser. Genau auf der Ziellinie. Das ist mir bei der Karte bei der Probe auch passiert. Boah, dass ich mich überhaupt noch aufholen konnte, ist ja schon ein Wunder. Ja, so, mach mal guck mal, wie du deine Nase unter mein Röckchen steckst. Oh, das ist aber auch, du bist voll der Pädophile, Alter. Ich bin eine Frau. Mein Schaf ist ja noch voll jung. Ja, wieso steckst du mir dann deine Nase unter den Rock? Mutti. Alter, du Ekelhafter. Du bist nekrophil, so sieht's aus. So. Ah, ich verliere hier bei dem Spiel, ich krieg's einfach nicht hin. Was willst du machen halt? Die einen sind halt zum Siegen geboren, weißt du? So, das war also bei Sarazarov präsentiert von Sheep World übrigens hier am Ende. Das sind die mit den Karten, ne? Mit den Kannst du mal die Verpackung zeigen? Die Verpackung liegt, wo liegt denn die? Hier. Ich glaube, die habe ich mir vorhin unter den Pulli gesteckt, als ich klauen da war. Da vorne, da ist sie. Ich gehe mal. Oh, scheiße. Warte mal. Ich mach das mal. Dann ist der Gong gefallen. Oh. Ich sollte nicht so viel abnehmen. Ich muss wieder mehr zunehmen, weil dann kann ich hier rumlaufen wie Obelix. Ey, okay. Film das doch nicht, du Sack. Ich muss mich hier gerade wieder ausstatten. Das ist easy. Wir kriegen das schon hin. Guck mal so, hier. So, jetzt Mikrofon sitzt auch wieder. Guck mal, das ist es. So, alles gut. Guck mal, das ist es. Mir ist nur hier mein Getränk umgekippt gerade. Ach, was? Ja, ein bisschen, einen kleinen Fleck so, habe ich hinterlassen. Sitzt das Mikro richtig? Ich sehe das gerade gar nicht. Oh, das sieht gut aus. Warte mal, ich mach dir das mal ordentlich dran. Wie sieht das denn aus? Kann man es mal vielleicht aus der Nähe zeigen? Das hat sich, glaube ich, irgendwie verbogen. Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Warum geht denn das hier so? Guck mal hier, ganz easy. So ist super. Guck mal, jetzt kannst du sagen, hallo? Ja, das geht schon wieder. So, das geht schon wieder, klar. Wieder auf Sendung. Okay, was machen wir jetzt? Ich habe hier die Puschel ein bisschen angenässt. Willst du mal fühlen? Ich will deine angenästen Puschel wirklich nicht fühlen. Guck mal hier. Alter, geh weg mit deinen. Ich sag das jetzt gar nicht. Ich starte jetzt einfach mal Need for Speed World. Ich weiß nicht, was du jetzt machst. Ich habe dir ein kleines Red Bull-Fleckchen hinterlassen. Ein bitte was? Fleckchen? Wie war denn mein Passwort? Saraza wird von einer Ente besiegt. Einfach lol. Von einer Ente? Das war nicht. Also das ist einfach lol. So. Okay, starte mal Need for Speed World. Gewaltigen Knick in der Optik. Ja, aber wirklich, Alter. Oh mein Gott. Hast du schon gestartet? Er meinte den Zweizylinder, den Peugeot. Und jetzt er bezog sich auf Need for Speed. Aber Sarah zerfährt doch noch gar nicht Need for Speed. Nee, aber vielleicht gleich. Vielleicht. Ja, genau. Nur in der Hoffnungsvoll, dass du den Kommentar noch retten kannst. Das Schlimme ist, bei Need for Speed World wollten wir uns anmelden. Wir konnten keinen unserer Namen nehmen. Gronkh ging nicht, Gronkster ging nicht, Herr Gronkh ging nicht. Irgendwie ging da gar nichts. Sarazar EP weg. Gronkh, aber Sarazar EPT war noch da. Das ist unfassbar. Ey, die Leute gibt's gar nicht. Ich bin jetzt also, wenn ihr irgendwo einen Sarazar seht, ja, vergesst es, bin ich ich. Ja, wenn ihr irgendwo einen Gronkh seht, vergesst es. Das ist nicht wir. Übrigens auch bei Sergeant Rumpel inzwischen. Genau, es gibt so viele Leute, die sich als uns ausgeben. Das ist leider so. Das werden wir auch nicht ändern können, in diesem Leben. Nein, das wird nicht passieren. Nicht mehr in diesem Leben. Es wird nicht passieren, es tut mir leid. Es wird nicht passieren. Hä? Das ist der neue Track. Gibt's den schon? War nie wirklich weg. Ach, stimmt. Aber genau da habe ich auch im selben Moment dran gedacht. Alter. Was heißt das für uns? Was heißt das? Fusion! Yeah! Ich bin wieder da! Freu mich! So. Ich fahre übrigens einen alten Dodge, wenn ich mich entsinne. Ja, ich auch. In grün, weil es keine andere Farbe gab. Wir konnten noch keine anderen Karren wählen, weil wir haben ja noch keine Punkte gemacht. Das stimmt. Ich enter schon mal die World, ne? Wie hieß der Server nochmal? Ich enter auch mal die World. Hab ich vergessen? Wir sind doch direkt da drauf, oder? Ja, aber wir müssen ja noch den Leuten sagen, wie ihr Server heißt. Ach, Chicane EU ist das. Chicane genau, EU. Genau.
So, wir sind jetzt hier schon mal in der Welt drinne. Jetzt würde ich dich natürlich gerne finden. Macht mal kein Rennen oder ich so. Ich weiß es. Nee, ich weiß. Alter, auf der Map erkenne ich gar nichts. Da sind schon die ersten, glaube ich, hier. Ja, ich glaube, der Gabel gehört schon dazu. Alter, was haben die schon für fette Karren? Ich laufe hier rum das mit meinem Problem scheiß Dodge. Ist natürlich jetzt hier die Leute alle zu finden. Ah, da sind schon richtig viele jetzt im Spiel. Und ich muss sagen, Need for Speed World, ziemlich geile Grafik für ein Free-to-Play-Game. Ziemlich komplett kostenlos zockbar. Könnt ihr euch dann auf der offiziellen Seite runtersaugen und einfach loslegen. Ist halt typisch Need for Speed, aber halt mit Multiplayer-Effekten und so weiter. Das Tolle ist, man erkennt jetzt gar nicht, bist du das? Nee. Ich bin der so, jetzt mache ich den offiziellen Aufruf, ja. Der offizielle Aufruf heißt, findet Gronkh und Sarrazar und rammt sie. So hart wie möglich. Alter, was? Das ist doch ein Traum. Davon träumst du doch immer abends. Nachts hier, genau. Das ist die offizielle Aufgabe jetzt. Ja, mal gucken, ob mich mehr gerammt kriegt hier. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, ich werde jetzt auch einfach durch die Stadt fahren. Mal gucken, wer mich findet und wer mich rammt. Und mal gucken, ob ich dich finde und rammen kann. Das ist natürlich auch... Ne? Oh, ich wurde gerade gerammt, aber ich glaube sogar vom... Von einem Auto, was gar nicht dazugehört. Aus mal, Prinzip wahrscheinlich. Wo bist du denn? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich finde die Karte du kannst mal MM drücken. Aber ich bin noch auf der Flucht. Drück mal M gerade, dann kann ich auf dem Monitor sehen, wo du bist. Wo bist du denn? Drück auch mal M. Deine Karte ist kleiner. Gedrückt, warte mal. Ach so, ich bin ja auch in HD ready. Du bist in Full HD. Hier, guck mal, warte. Ich habe keine hier. Ahnung. Drück mal M. Sind überall Autos. Wir sind schon nah beieinander. Irgendwie auf jeden Fall. Ja, ich komm mal rüber. Ich muss jetzt aber Gas geben, weil sonst werde ich ja gerammt. Stimmt, sonst wirst du kaputt gemacht, ne? So, hier fahren überall schon Leute rum, aber ich werde nicht gerammt. Also wir machen kein Event jetzt, wir machen keine Rennen jetzt groß oder so. Also wenn ihr einen grünen Dodge seht, genau, wir machen keine richtigen Rennen oder sowas. Wir machen einfach mal ein Community-Event, wo wir einfach hier als grüne Dodges durch die Gegend fahren, was relativ auffällig ist. Und dann heißt es einfach, haut ihnen aufs Maul. Beziehungsweise vielleicht könnt ihr mal irgendwo was anfahren, was sehr markant ist und euch da treffen und dann mal gucken, ob die Leute euch auffinden. Kann man sich überhaupt rennen? Nee, man kann sich gar nicht rammen. Ist ja voll gut. Stimmt. Schade eigentlich. Voll gut geplant. Ich hab von einem gerammt. Das war ein NPC-Fahrzeug. Dann soll er aber hinter euch herfahren. Machen wir doch ein... Genau, dann zerstören wir die Stadt gemeinsam. Und nicht böse sein, wir mussten die Freundesanfragen ausschalten. Ne? Wenn ihr da versucht, uns zu adden, wir mussten die einfach ausschalten, weil ihr wisst ja selber, was das immer für eine kleine Katastrophe ist. Deswegen vorsichtshalber schon mal alles auf off gestellt. Nicht böse sein, wir versuchen ja nur. Wahrscheinlich können wir uns auch nur im Rennen rammen, dann gegenseitig. Rennen rammen? Wie heißt du nochmal? Wer? Ah, ne, das bist du nicht. Nee, ich heiße Gronkhosaurus, du erkennst mich. Warte, schon. Bleib mal stehen, falls du das bist. Bin stehen geblieben? Nee, der Gronkh ist irgendwo ganz anders. Ich fahr mal wieder zurück, weil ich bin jetzt irgendwie auf dem Highway. Weil irgendwo. Hier ist auch ein grüner Dodge. Wir können ja selber mal ein Rennen abstecken. Müssen wir uns nur irgendwo treffen. Ja, der Highway. Genau da bin ich auch jetzt. Ja? Fahr mal auf dem Highway drauf. Ich fahr jetzt sogar rückwärts auf dem Highway. Warte mal, ich komm da jetzt hin. Ah, aber der Highway ist natürlich groß, ne? Ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin in diesem Tunnel auf dem Highway. Moment mal. Dieser Tunnel auf dem Highway. Ja, natürlich. Guck mal kurz M nochmal. Ihr seid völlig woanders. Nee, drück mal M. Ich bin nicht auch befreundet. Ah, du bist da an der Schlaufe. Guck mal hier. Oh, ich glaube, da hat mich jemand gefunden. Der Go-Trunk so. Heißt der so? Ich kann das gar nicht richtig lesen. Der hat mich, glaube ich, gefunden. Mit Unterbodenbeleuchtung. Geil. Und da haben wir noch den Hellboy. Bleib mal da stehen, wo du bist. Ich bleibe stehen. Ich würde gerne jetzt mit dem Lowrider hier ein bisschen Wipp-Dich-Action machen. Geht aber nicht. Ich würde auch gerne mit der Kamera ein bisschen rumgucken, mit der Maus. So, Justice9110 sagt gerade Hi. Hallo, Justice. Und da ist auch Tando. Die spielen hier wirklich Tandoroi und so, ne? Die haben schon richtig geile Karren hier teilweise, wenn ich mir das angucke. Ja, richtige natürlich. Richtige Flitzer mit Unterbodenleuchtung und so weiter geile und so fort. Also du kannst ja halt deine Karren aufpimpen, wenn du hier Rennen gewinnst, kannst du halt dir schon einige zulegen. Ich finde auch den Dodge Challenger extrem geil. Ich mag ja die US Muscle Cars. Ja, na klar. Aber ist halt, muss man sagen, ist halt fürs Rennen hier nicht unbedingt geeignet. Nee, das ist schon ein bisschen klobiger. So, wir stehen hier gerade, wir blockieren hier quasi gerade so ein bisschen den Highway. Ja, ist gut so. Ich komme da mal rüber jetzt. Guck mal, ich mache mal Nitro gerade, damit das heute mal was wird. So, kann ich mit der Kamera hier nicht einfach rumgucken? Das wäre schön. Ich würde mir gerne mal die anderen Autos, die anderen Karren von den Leuten angucken. Warte mal, kann ich aber jetzt leider hier gerade richtig nicht unterwegs? Ich hoffe es doch so. Es dauert ein bisschen, bis ich dahin komme, wo du bist. Also das ist echt eine Ecke. Die Welt ist groß, wie man sieht. Oh, und ich fahre gegen die Wand. Ist gar nicht so leicht hier. So, wie kann ich denn hier Feststellbremse machen? Ich glaube, die habe ich jetzt schon. Aber Hammer, oder? Ja. Ich meine, als Free-to-Play.
Absolut. Also muss man einfach sagen, das Game hat's drauf. Und wie gesagt, ihr könnt dann die Rennen absolvieren. Wie geil. Ich komme mir gerade vor wie in diesem Pixar-Film mit den Autos. Weil wir ja alles als Autos rumlaufen. Also fahren. Rumlaufen. Strick ist jetzt auch dabei. Strick 3R890. Wo ist der Sacharzar, Alter? Wo ist der Sacharzar? Zeig mal deine Karte. Ich komme zu dir gleich. Weißt du denn, wo ich bin? Ja, ich weiß, wo du bist. Ja, aber geh nochmal auf die Karte gerade. Man kann sich auch teleporten, sehe ich gerade. Man kann sich zu Events auch teleporten auf der Map. Aber das könnt ihr natürlich auch machen, einfach gemeinsam zu einem Event porten und dann nicht das Event annehmen. Ja, das ist aber risikoreich, mein Bester. Ich komme lieber zu dir. Okay. Nachher nehmen wir es dann aus Versehen an, dann hängen wir da im Tutorial drin. So, wir warten gerade nochmal auf den Sacharzar, mal gucken. Wie kann ich denn jetzt hier die Kurve kratzen? Warte, ich muss jetzt in die andere Richtung, oder was? Ja, warte, wir fahren zum Gronkh. Also wer jetzt bei mir ist, einfach mal... warte mal. Do not enter. Ich glaube, ich muss hier ein bisschen drauf. Rio 3 ist jetzt auch dabei. Und Androge 05. Momentan falsch. Noch nicht sonderlich spannend. Tandoroi ist da wieder. Ich fahre jetzt einfach mal hier vor und zurück, einfach weil Benzin hier günstig ist bei Info Speed Online. Borgott 64. Macht gerade geile Stunts mit seiner Karre. Ich kann das leider alles überhaupt nicht. Du bist da an dieser Schlaufen. Ich komme da nicht drauf. Auf die Dings. Auf die Autobahn. Wo geht denn diese verdammte Autobahn lang? So, Alter, wir machen ja gerade Burnout. Ja, komm, ein bisschen. Fahren wir hier lang und nehmen einen anderen Weg. Wir nehmen einfach einen anderen Weg. Ich hab voll das Burnout-Syndrom, Alter. Burnout. Den habe ich doch jetzt noch an der Ampel gebracht, weißt du noch? Ja. Ja. Wahrscheinlich habe ich den daher, deswegen mache ich so schlechte Witze, weil ich die unbewusst von dir aufschnappe. So, hallo Strick. Der sagt gerade hallo Strick. Nee, da haben wir noch darüber geredet, über Burnout-Syndrom. Ich erinnere mich noch. Alter, die Straße sieht ja schon so Alter, schwarz aus vom Teer gerade. Auf diese Autobahn, wo, auf der du bist. Justice will, dass wir gerade warten. Wieso kommst du da nicht drauf? Das sind lauter Auffahrten. Ja, ich bin ja... Ah ja, jetzt habe ich, glaube ich, gleich. Ja, ja, genau. Kommt mal mit mir, Leute, die alle hier am Start sind. Nicht Alter. So, hier passiert so, natürlich gerade noch nicht viel. Schade, dass es mit der Karambolage nicht geht. Da müssen wir jetzt in die andere Richtung. Ja, das ist ein bisschen schade, finde ich auch. Aber ich kann verstehen, ich kann die Entscheidung verstehen, das nicht zu machen. Weil sonst würden andere Leute einfach alle wegrammen. Genau, ich glaube, da wäre man ziemlich schnell abgefuckt, wenn man ständig weggewichst wird. Ich glaube, während Rennen geht das auf jeden Fall. Ja, da ja. Während Rennen, ja, klar, logisch. Ah, du bist noch an der Stelle. Guck mal gerade auf deine Karte. Ich bin da oben, hier bin ich. An der Schlaufe, ne? Genau. Okay, da hole ich dich jetzt. Gut, da warten wir alle auf dich. Hast du schon Leute im Gepäck? Ja, ich bin mit einigen Leuten on Tour hier. Ach cool. Die mit mir auf die Suche gegangen sind. Wir burnouten hier so lange mal ein bisschen durch die Gegend. Guck mal, der WhatsApp hat sich extra neuen Fahrer gemacht. Da müsstet ihr jetzt sein eigentlich, oder? Lowrider schreibt in den Chat, das Game ist doof, nicht mal ein Chat gibt es. Naja, ist halt kein Privatchat, ist halt... Ich weiß gar nicht, ob das global ist oder örtlich begrenzt. Wie, warte mal. Fahr mal da noch weiter, glaube ich. Xasux ist auch dabei jetzt. Nicht, dass ich auf einer anderen Instanz bin. Ihr müsstet jetzt eigentlich tatsächlich gemeinsam dort sein. Auf welcher? Du bist auf der EU-Instanz, ne? Normal für ja. Tja, das ist aber merkwürdig. Wieso bist du nicht da? Ich bin hier mit einigen Leuten, aber nicht mit dir. Drück mal M. Kennt sich jemand vielleicht auf Apex? Okay. Kennt sich jemand vielleicht ein bisschen aus mit Need for Speed World, warum wir uns gerade nicht sehen? Ob das jetzt hier über verschiedene Level läuft oder sowas? Ich bin da genau an dieser Schlaufe. Jetzt bin ich im Safehouse, warte mal. Wieso bist du im Safehouse? Ja, weil ich da außerdem drauf geklickt habe. Gerade lief Safehouse und. Ein bisschen durcheinander gerade, ich entschuldige mich dafür, aber ist halt immer so bei neuen Spielen und so weiter. 15 Gamer Maximum. Okay. Weil ihr in einem anderen Channel seid, alles klar. Wir sind also wieder mal in verschiedenen Channels, weil das wird immer so gemacht. Da gehen 15 Spieler pro Channel rein. Okay, bei MMOs, damit es nicht überbevölkert ist oder damit die Server nicht abschmieren, wahlweise. Bei Need for Speed. Wird es wahrscheinlich deswegen sein, damit die Straßen nicht einfach zugeschissen sind mit Fahrern. Schade. Gibt es verschiedene Channel und dann, das heißt, du bist auf verschiedenen Layern vom gleichen Server sozusagen. Und dann sieht man sich da leider nicht. Das ist leider ein bisschen schade. Das ist natürlich wie unser Flashmob-Prinzip nicht so geil, aber ansonsten eigentlich egal, weil fürs Spiel selber ist es natürlich ganz cool. Yeah! Dann könntet ihr ja mal mit den 15 Spielern, die da auf dem Server sind, jeweils ein Rennen machen. Theoretisch ja, wenn wir denn nicht das Tutorial noch spielen müssen, erst Rumpel. Müssen wir doch gar nicht, haben wir doch schon. Nee, habt ihr doch schon. Nee, das in die nächste Rennen ist auch ein Tutorial-Rennen bei mir. Das habe ich schon absolviert zum Glück. Nee, ja, du kannst auch einfach zu den Events gehen und losstarten, meiner Meinung nach. Wo sehe ich denn die Events? Müssen eigentlich angezeigt werden. Open Event. Ach, ich kann das auch Tutorial-Sprint? Nee. Ja.
Ich kann da hinten zocken, fällt mir gerade auf. Alles ein bisschen die Konsole spielen. Jetzt steht da hinten, nämlich, das sieht man von hier gar nicht, steht da noch so ein großer Fernseher, wo wir uns dann auch sehen können oder aktuell was auf dem Bildschirm passiert. Das heißt, ich könnte jetzt da spielen und die ganze Zeit neben die Kamera gucken. Ich kann jetzt das Rennen halt nur mit Leuten fahren, die theoretisch das noch nie gefahren sind. Ne, das ist halt das Ding so. Deswegen ist es, glaube ich, jetzt nicht so spannend. Ihr müsst mindestens Level 2 sein, das bin ich gerade. Ich guck mal ganz kurz, ich gehe mal ganz kurz in die Map. Open Event, Overlook Meeting Place, Open Event. Ich muss, glaube ich, was Grünes nehmen, ne? Orange ist Old nicht so Quarter, gut. Old Quarter, Chinatown, Pelmont. Machen wir das Old Quarter Event, oder? So, ich mach mal, ja, wir sehen uns ja eh nicht, oder? Wo ist denn das Old Quarter? Das ist in der Mitte da oben. Ich wollte ja so ein... Wo Singleplayer. Denn? Und ich habe jetzt mal das Old Quarter Event gestartet. Ich hoffe, das ist jetzt nicht nur im Dann starte ich ja, jetzt das an, ist, dann glaub starte ich jetzt ein anderes. Nee, ich glaube, das ist jetzt mit gegen nicht mehr online. Ich glaube, da diese Events, diese Tutorial Events sind auch noch die sind gegen Computer, glaube ich. Ja, ja. Ich probiere mal mein Glück. Ich starte mal gerade das HWY99 und State Sprint. Hier oben könnt ihr das kurz einblenden. Hier oben das Event starte ich jetzt mal. Ich warte jetzt noch irgendwie ein paar Sekunden wegen der Zeitverzögerung vom Stream, dann join ich da mal. Ich glaube, ich muss noch dieses Tutorial-Event erst absolvieren, bevor ich überhaupt mit anderen Leuten fahren kann. So, Multiplayer, mal gucken. Jetzt bin ich gespannt, ob da noch Leute joinen. Drivers found. 3 Sekunden geht's noch. Ach so. 3 sind schon gejoint auf jeden Fall. So, was aber auch extrem geil ist, muss man sagen. Sieht gut aus. Diese Rennen, die sind einfach richtig launenmäßig gemacht. Natürlich wird man am Anfang erstmal gegen NPCs antreten, das heißt, man muss das Spiel ja auch ein bisschen lernen. Das ist dann noch recht einfach, aber nachher erfahrt ihr dann gegen Multiplayer, gegen andere Leute, könnt eure Karre dann aufpimpen, könnt immer mehr spielen. Das mit dem Channel, das haben wir natürlich vorher nicht gewusst und dass man sich nicht rammen kann, natürlich haben wir auch nicht überprüft. So, ich muss jetzt leider Rennen fahren, denn Event geht jetzt los und ich fahre gegen, also ich werde wahrscheinlich den letzten Platz belegen, vermute ich mal. Das wird mein Erfolgserlebnis von dem lustigen Schafspiel natürlich ein bisschen mindern. Zumal ich auch die schlechteste Karre habe, muss man einfach sagen. Die anderen ziehen dann halt schon komplett weg. Yeah! Motherfucker! Du darfst nicht so raudig reden. Nee, darf ich auch nicht. Ich muss meine Stimme schonen. Und hier fahre ich schon gegen die ersten Dinge. Und dann bin ich mal gespannt, ob ich es schaffen werde. So. Das sieht gut aus, Alter. Was? Ich sag, das sieht gut aus. Ja, mit dem alten Dodge, Alter. Aber guck dir mal an, wie die hier wegziehen. Da kannst du natürlich knicken. Und ich weiß nicht mal, wie ich meinen Nitro-Einspritzer wegmache. Wer weiß. Wenn die erstmal zu schnell fahren oder irgendwo gegenfahren, hast du wieder eine Chance. Na, ich rechne mir das nicht allzu hoch aus, ehrlich gesagt. Die lassen mich wenn dann gewinnen. 1 von 5 bist du. Ja, das ist der Gronkh hier ein richtiger Racing-Star heute mal. Ich glaube, die lassen mich einfach gewinnen oder ich fahre die falsche Strecke. Oder du fährst doch gegen NPCs. Nee, ich glaube, es sind Spieler, weil die fahren auch ganz anders als NPCs. Also hier gerade bei meinem NPC-Rennen bist du ohne Probleme. Da kannst du Alter! 2 von 5, jetzt musst du aufholen. Ja, der hat mich gerade 2 Karren voll aus dem Konzept gebracht und der ist gerade voll an mir vorbeigefetzt. Da komme ich natürlich nicht hinterher, aber ich glaube, der hat da hinten auch gerade irgendwas gelegt. Aber trotzdem, du schlägst dich gut mit dem alten Dodge, muss ich sagen. Ja, dafür, dass ein Dodge ist, so läuft das schon ganz gut. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie man den Nitro-Einspritzer macht, das weiß ich nämlich leider nicht. Ich wüsste mal gerne, wie man die Channels wechseln kann, ob ich nicht vielleicht auf deinen Channel kann, dann gegen dich fahren oder mit dir im Prinzip. Scheiße, da hat mich der nächste überholt. Die haben es einfach mehr drauf, gerade in den Kurven bin ich halt leider eine kleine Katastrophe. Wie kann ich denn den Nitro-Einspritzer machen? Ich guck mal, check das mal gerade. Ihr fahrt ja mal im Wald. Der Sarazar hat Nitro schon benutzt. Wie hast du Nitro benutzt? Du musst einfach mit der Maus hier auf Nitro gehen. Ach, Alter, was? Ich brauche einen Hotkey dafür. Nee, kannst einfach mit der Maus drauf gehen. Ich will doch wieder Fahrt nicht. Klar, da sind doch hier Zahlen auch drauf. Ja, die kannst du auch nehmen. Oder mit der Maus einfach draufklicken. Also ich habe die Maus einfach daneben gelegt. Ist doch easy. So, mit der 1 habe ich gerade mal Nitro geschaltet. Boah. Ja, cool, hier sind auch einige. So, Alter! Alter! So, dann fahre ich auch mal ein Rennen hier gerade. Macht aber Spaß. Muss ich mal zugeben, ich bin eigentlich nicht so der Rennfuzzi. So, vielleicht starten wir mal den Lunar Circuit. Ich teleportiere mich mal gerade darüber. Lunar Circuit ist ein anderes Rennen als der Gronkh fährt heute. Man könnte ja, wenn er Bock hat, könnte er eine mitfahren. Hier Multiplayer. Mache ich einfach mal Multiplayer-Match. 7, 6, 5, 4, 3. So. Und da geht es auch schon los hier. So, mit dem Nitro-Einspritzer. Gleich. Ja, also, wieder auf Platz 2. Das ist ja unfassbar. Oder geht das noch gar nicht los, oder? Nee, nee. Warum geht das noch nicht los?
Nee, du musst, das dauert immer so 15 Sekunden nochmal, bis, damit sich alle connecten können. Ah, okay. Alter Schwede, was ist denn los? Ich bin immer auf dem zweiten Platz. Ja, auf dem ersten. Bei mir startet ja gar nichts hier. Ich geh nochmal kurz hier drauf. Der erste ist schon durchs Ziel. Geh nochmal zu Luna Circuit und mach mal Join. Multiplayer und starte nochmal ein Spiel. Irgendwas lief. So, durchs Ziel. Ich bin Zweiter. Unfassbar, unfassbar. Zweiter beim Rennspiel, Alter. Das glaubt mir niemand. Boah, bei mir sind richtig viele dabei. Bei mir sind jetzt schon 6 Leute dabei. Auf dem ersten Platz. Zwei empty Slots. Auf dem ersten Platz. Auch Level 2. Mr. Krill 2007. Auf dem dritten Platz. Phil Kill 1210 mit Level 8. Griffen LP mit Level 3. Auf dem dritten. Ne, auf dem vierten. Einer von uns ist Level 16, der mit mir jetzt fährt. Boah, das ist krass. Klapprot LP. Auf dem letzten leider mit Level 3. Kann passieren, passiert sonst immer mir. Krass, das ist ja geil. Hätte ich nicht gedacht. So, ich krieg jetzt einen Cash Amplifier. Cash Rewards. Also ich kann jetzt auch Beschleunigung der Challenger erstaunlich gut. So, wollen wir nochmal neues Rennen jetzt hier angehen? TC White. Sind ein paar gute dabei hier. 6 Leute, bin ich mal beim Rennen. Be you ready? Was war das nochmal? Queen irgendwas, ne? Nee, das war doch viel älter, so ein richtiger schlechter. Okay, Nitro. Ja, wir sind natürlich hier ein bisschen underpowered, weil wir natürlich auch deutlich schlechtere Karren haben, als hier die Leute, die schon Level 2 oder was teilweise sind. Teilweise die Augenblitz 13, oh. Hallo. Die Karren sind teilweise schon ziemlich geil. Hier von Mimic feiere ich gerade die Karre ein bisschen. Was ist denn das für einer? Ich kenne mich bei Autos leider nicht so gut aus. Schon geil. Komm, Nitro. Ich habe nur sehr wenig Nitro zur Verfügung überhaupt. So. Kurze Frage. Würdet ihr Need for Speed World auch Let's Playen? Das ist eine gute Frage. Da muss ich zugeben, ich glaube, das könnte der Hellload zum Beispiel besser. Der hat auch schon Need for Speed Let's Plays gemacht. Und der macht das extrem souverän, weil ich glaube, ich müsste mich persönlich zu sehr konzentrieren, um einigermaßen ordentlich zu fahren. Und der Hellload zum Beispiel, der fährt einfach extrem souverän. Alter. Und quatscht gemütlich nebenher rum. Der kann das richtig gut. Ich bin absolut voll Letzter. Irgendwie kann ich mein Nitro nicht mehr aktivieren. Sacharza LPT, fährst du im wahren Leben auch so? Ja, das tut er wirklich. Klar, ich bin auch schon tot. Warum bin ich denn eigentlich hier? Er fährt im wahren Leben fährt er ähnlich. Genau. Ich weiß das. Ich habe schon viele Tränen vergossen. Während die Reifen gequalmt haben. Ich hab noch nie ein Auto zu Schrott gefahren. Noch nie. Nee, nur Hoffnung und Träume. Ja, Hoffnung und Träume. Menschen. Ja, das auf jeden Fall. Ja, komm, Fußgänger. Ich war ruhig. Yeah. Also muss sagen, der Dodge hat keine Chance. Ich bin jetzt eigentlich sogar halbwegs vernünftig gefahren, außer ein Crash hier. Der Dodge hat Chancen. Ich bin auf dem zweiten Platz. Ich gebe hier die ganze Zeit Vollgas. Es ist heute einfach nicht dein Tag. Ich kann mich jetzt gemütlich zurücklehnen. Ich quatsche mal ein bisschen mit den Leuten hier. Könnte Sarazan mich mal grüßen? Fragt Dark Jin. Dark Jin, liebe Grüße. Also ich baue noch keinen. Also einen Crash habe ich gebaut eben, aber ich werde hier trotzdem gnadenlos überholt. Haben wir eigentlich auch Ton hier? Habe ich Ton irgendwie? Von einem anderen Dodge. Ah, super. So, ich frage gerade, was macht man eigentlich den ganzen Tag in Need for Speed World? Rennen fahren natürlich. Weil ich versuche mal so an Klasse, aber mit klassischen MMOs kann man das natürlich nicht vergleichen, wo man dann halt irgendwelche Quests annimmt und sowas. Ich denke mal chatten, Rennen fahren, noch ein bisschen Leuten quatschen auch. Und so. Das Konzept ist ja so ein bisschen wie Paradise City. Paradise City habe ich gesuchtet ohne Ende. Das ist das einzige Rennspiel, was ich jemals wirklich geil fand. Oh mein Gott, fand, da war ich Fünfter. Weil ich eigentlich gar kein Rennspieltyp bin, muss ich ja sagen. Und das gerade dieses Open-World-Konzept finde ich halt immer sehr geil. Wobei ich es besser finde, wenn man sich nicht einfach joinen kann, sondern wenn man eigentlich wirklich hinfahren muss oder halt wirklich durch die Open-World fahren muss, um Aufträge anzunehmen, um sie zu verbessern und so weiter, hat dann so ein bisschen GTA-Feeling, außer dass man halt nicht aussteigen kann, was natürlich geil wäre. GTA Online wäre auch fett eigentlich. Ich mache nochmal ein Rennen hier mit den ganzen Kollegen, aber diesmal nur 4 in der Lobby. Na gut. For opponent. Ich fahre dann auch mal 1. Ich glaube, dann fahre ich mal... Ah, wir können aber mal eine andere Karte wählen, theoretisch. Die sind gesperrt hier für mich. Kann ich nicht zu dir irgendwie? Es ist ein bisschen blöd mit der Karre, dass wir immer nur dieselbe Karre haben. Ne? Was mache ich denn da mal? Silk Road. Warte mal, ich liebe das gerade nochmal, das Rennen. Hier Open Event, Main Street Circuit, oder? Ich weiß. Welchen hast du gerade? Silk Road oder Luna Circuit? Was hast du denn gerade gespielt? Ich habe gerade eben HWY99 und State, glaube ich. Ich glaube, das war die. Richtig viele. Fortuna, Pursuit, Outrun, Team Escape. Ich nehme mal die Lions Challenge Sprint hier unten. Hier unten das Ding. Da warte ich noch mal ganz kurz. Lions Challenge hört sich gut an. Und würde ich sagen, drücke ich jetzt mal. Ich nehme mal Main Street Circuit. Join. Multiplayer. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz. Finding Drivers. Jetzt Was bin ich hast sehr du genommen? Gespannt. Warte mal kurz. Ich habe Lions Challenge genommen. Ganz unten, der Blitz. Unten in der Mitte. Genau das Ding. Vielleicht kann ich da ja mitfahren. Warte mal. Ja. Ich finde das nicht. Wir sind jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5 Spieler. Wo denn?
Ganz unten, ganz unten in der Mitte. Ihr habt unterschiedliche Zoom-Faktoren bei den Karten. Ach, das ist natürlich auch toll. Nee, ich finde das. Guck doch mal gerade auf meinen Monitor. Dann sie, nee, dein. Hier, guck doch mal. Achso, warte, das geht bei mir in 10 Sekunden los. Das muss irgendwo. Nee, du bist rausgezoomt irgendwo. Nee, ich bin ganz reingezoomt gerade. Ist das. Guck mal, irgendein Blitz ist das. Ist das vielleicht der hier? All in, Team Escape? Unten rechts der Blitz. Oh, es geht los. Scheiße, tut mir leid. Wir können mal versuchen, dann die nächste Runde abzusprechen. Lions. Genau, Lions Challenge. Aber jetzt ist das Rennen startet schon. Ja. Join kann ich hier drücken. Ah, da kommen aber auch andere jetzt hier. Und jetzt sofort die Agro-Kläuse hier. Yugo Girl, Mr. Apfelkuchen und Sayata, Kagi, Ashaki ist auch am Start. Warzocker. Boah, sind ja viele. Also die Runden hast du schnell voll eigentlich, ne? Ja, das geht fix. Also für uns natürlich geht es noch ein bisschen fixer. Boah, Alter, jetzt versuchen die Leute mich einfach nur abzudrängeln. Der eine Shooter zumindest. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Das heißt, ich werde diese Runde wahrscheinlich failen, wenn ich gerade freiwillig bin. Ja, du hast mit dem Fahrzeug halt auch nur eine sehr geringfügige Chance, überhaupt aufzuholen, ne? Ja, das stimmt. Der Dodge ist halt sehr klobig. Da muss man in der Zeit in Fahrt bleiben, wenn man dann nicht in Fahrt bleibt. Wenn du natürlich geile Karren hast und ein bisschen Level weiter bist, dann hast du natürlich deutlich leichter auch. Du musst halt immer die Startgeschwindigkeit. Je nachdem, wie schnell deine Karre zieht, bist du natürlich auch wieder direkt im Rennen. Aber natürlich beim Dodge. Ich finde es immer komisch, dass ich keinen Ton habe. Das irritiert mich total. Oh ja, das stimmt. Ich habe den Ton von mir ja gerade die ganze Zeit. Ich habe die ganze Zeit keinen Ton. Ich brauche unbedingt mal so einen Kopfhörer oder sowas. Boah, ich bin nur auf dem vierten. Ich bin gerade zweiter, aber es wird sich nicht lange halten. Mr. Apfelkuchen ist erster mit dem Dutch. Was ist gerade passiert? Ach, und bei den Rennen musst du dir die Power-Ups erst spielen. Jetzt verstehe ich das. Aha, ist das so? Ja, du musst dann diese Karten, die du dann hast. Boah, Alter. Ich bin genau da in die Ecke reingefahren. Ich bin tatsächlich erster. Wie habe ich das denn gemacht? Was? Aber ist doch heute gar nicht dein Tag. Ja, aber ich nicht. Das ist so eine echt lange Strecke auch. Traffic, ne? Magnet ahead. Ach du Scheiße. Vor uns ist also. Shit. Oh nein. Es gibt eine High Traffic Area. So, ich bin immer noch am vierten. Und jetzt bin ich am fünften. Toll. Also diese Runde sieht nicht so gut für mich aus. Ich bin ja im Moment Zweiter, aber eben war ich auch katastrophal am Fahren. Obwohl, eigentlich war ich gar nicht katastrophal am Fahren. Das ist einfach auch schwer. Cool, und der andere hat den Traffic Magnet. Jetzt, das finde ich geil, dass hier diese Specials auch einsetzt. Alter! Ach, Traffic Magnet ist ein... Ah, okay, ja, ist ja, ein genau. Dann hat der Typ... Ja, dann hat der vor dir, da fahren dann die ganzen Fahrzeuge auf ihn drauf. Ah, das erklärt natürlich einiges. Einiges erklärt. So, Traffic Magnet, der erste ist das jetzt immer. Der hat jetzt schon wieder Traffic Magnet von mir bekommen. Was habe ich hier? Auf letzten. Ach, guck mal, hat der voll die Abkürzung genommen hier. Der Sayata. Oder Sayata? Ja, Sayajin. Tatsächlich, voll die Abkürzung. So, Traffic Magnet ahead. Oh nein! Da bin ich voll in einen reingedüst. Das war natürlich jetzt tödlich für mein Rennen. Jetzt bin ich Vierter. Schwache Suche. Ich überhole die ganze Zeit Autos, aber das sind keine Gegenspieler. Wo sind die denn alle? Ich bin voll abgeschlagen auf dem letzten Platz, obwohl ich gar nicht so scheiße fahre eigentlich. Ach gut, der Traffic Magnet geht immer auf den ersten, so wie ich das sehe. Aha. Was das Linkshot bringt, habe ich auch noch nicht ganz so rausgefunden. Ach, 2 ist Magnet. Ah, okay. Okay, die ersten beiden sind schon durchs Ziel. Ich bin irgendwo weit abgeschlagen. Ich weiß nicht genau, was ich falsch gemacht habe, aber irgendwas habe ich falsch gemacht. Ich habe was falsch gemacht in meinem Leben. Ja, ich habe auch gedacht, man hätte viel mehr Nitro, aber dieses musst du halt auch freispielen. Ah, okay. Verstehst du? Deswegen kannst du die ganze Zeit nicht anwenden. Naja, letzter Platz, aber egal, was soll's. Da unten stehe ich. Alter, bin ich schlecht. Plus 16 Sekunden später als der Bubble Mo, der auf dem ersten ist. War ich aber eben auch, weil ich gleich richtig abgezogen habe. Aber naja, was soll's. So. Kai und Remi, viele Grüße. Cool, bin ich noch Dritter geworden, tatsächlich. Aber das Rennen ist noch nicht vorbei. Es ist eine lange Strecke hier. Ich schau dir jetzt einfach mal ein bisschen zu gerade, was diese Line-Strecke. Bist du gerade auf dem Dritten, bist du gerade, ne? Mhm. Absolut souverän, damit kann ich mich anfreuen. Ist halt easy chillig, fährt man da eigentlich, ne? Ist jetzt nicht ganz so anstrengend wie sonst immer. Ja, es gibt halt hier schwere und nicht schwere Strecken, ne? So, der erste ist bei dir schon Wow. Alter. Du fährst wirklich wie damals zur Games Convention nach Leipzig. Ja, welches Tempo. Dreimal geblitzt worden und so. Genau. Egal, Spur, komm, egal. Den kriegst du noch. Nee, leider nicht. Doch, hast du doch. Nee, hast du nicht. Ich bin Dritter. Aber gut, okay. Das ist absolut, damit kann ich mich zufrieden. Boah, Warzocker war sogar 14 Sekunden schneller als ich. Krass.
Das ist natürlich heftig. Ashaki ist auch noch am Start und da war aber noch mehr. Da war noch jemand anderes dabei am Start. So. Yugo Girl. Cash Amplifier. Ich nehme immer die Reputation. Ich weiß gar nicht, was es bringt. Aber ich nehme einfach die Reputation. Cool. Macht aber Spaß. Machen wir nochmal eine Runde, oder? Lass mal jetzt vielleicht probieren, ob wir nicht zusammen in Rennen kommen können. Weil, aber wahrscheinlich... Wahrscheinlich mein Hals wird wieder kratzig. Ich muss aufpassen. Wahrscheinlich müssen wir da und irgendwie, dass wir als Freunde, wir sind ja eigentlich Freunde, ne? Was? Guck mal, ganz... Power-up. Schade. Ich höre schon wieder den Kuckuck. Haben wir noch Zeit für ein Rennen, Rumpi? Das muss aber ganz schnell gehen, nur. Ja, ein kleines noch. Super. Pass auf, ganz links Verona-Tunnel. Ganz links auf der Karte. Ja, ich weiß nur nicht, ob wir dann da selber... Warte mal gerade. Ich glaube nicht, dass wir im gleichen Rennen landen werden, weil wir haben immer so 4-5 Leute dabei. Müssen, wir müssen irgendwie... was ist denn jetzt hier los? Jetzt kann ich das hier nicht zumachen, oder was? Doch. Ich geh mal kurz ins Safehouse. Ja. Und dann gucke ich mal, was wir jetzt hier machen können. Speed your Speedpost, get it? Ja, ich weiß. Da kannst du übrigens aufpimpen hier noch im Safehouse, ne? Ich bin ein Kaninchen. So. Tja. Und sonst so bei euch da draußen? Wie gut, dass ich gesagt habe, dass es ganz schnell gehen soll. Ja, muss ganz schnell gehen. Das ist gar kein Problem. Jetzt verstehe ich. Da kann man erstmal ins Safehouse gehen. Ich kann mir die dann kaufen für gern was trinken. Real Money zwischendurch. Okay, das habe ich natürlich auch verstanden. Da könnt ihr euch natürlich für echtes Geld auch noch ein paar Sachen kaufen. So, und jetzt würde ich aber mal gerne wissen, wie ich denn auf deinen Channel kommen kann. Guck doch mal mit, Alter, wie ich das machen kann. Was? Ich genieße gerade ein gutes deutsches Brötchen. Boah, was geile Autos es hier gibt. Hier warum scheißt du denn mein Brötchen? Der alte BMW, der BMW M1, so. BMW M3, natürlich eine sehr schmucke Karre. Ich fahre hier noch mal ein bisschen auf der Straße mit den Jungs hier gerade. So Leute, wenn ihr jetzt keinen Rennen fahrt, dann müssen wir hier das abbrechen jetzt dann. Was? Wir kommen. Ford Mustang Boss 302. Boah, den hätte ich ja gerne jetzt. Aber ich habe nicht genug Geld. Habe ich hier Grünkohl? Her mit dem Brötchen, sagt Cyclone 2012. Alter, Grünkohl ist auch geil oder Braunkohl oder so. Früher als Kind nie gegessen. Ey, warte, mach mit Join und Nummer von Gronkh. Ich komme ja aus der Arbeit. Warte mal, was ist denn deine Nummer, Gronkh? Das weiß ich natürlich nicht. Kennst du doch, du rufst doch abends mal heimlich an und stürmst mir den Hörer. Nee, da kann ich dir aber, connecten. Wie heißt denn dein, Juggernaut habe ich jetzt. Ah, okay. Gronkh, wie heißt der nochmal, dein Avatar? Gronkhosaurus heißt der. Aber bei mir ist sowieso gerade auf Auto die Kleinen gestellt. Du kannst mich, glaube ich, gerade nicht enden. Dein Freund. Ach ja, ja, hab ich vergessen. Gronkhosaurus Channel, Gronkhosaurus dort not exist. Ach, wie heißt denn dein Channel? Mein, bitte was? Dein Channel. Welcher Channel? Dein Channel, auf dem du bist. Pff, was weiß ich, woher soll ich das denn wissen? Da kann ich auch nicht dich zu connecten. Leute, jetzt fahrt doch einfach ein Rennen bitte und gut ist. Ja, das macht ja nur halb so viel Spaß. Wenn wir das jetzt wieder nur. So, jeder für okay, sich. Okay, pass auf. Ich fahre jetzt mal was anderes. Ich mache jetzt mal Open Event Overlook Meeting Place. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Das ist mit so einer Fotokamera. Da join ich jetzt einfach mal rein. Overlook Meeting Place, auf der linken Seite die Kamera. Ich bin jetzt in der Gruppe drin, aber nicht in deiner, leider. Also das ist, glaube ich, kein Event, sondern da kannst du dich nur treffen mit allen. Ja, dann treffe ich mich doch da. Dann join ich das mal. Und ich mache mal ein Drag Race, komm. So, Multiplayer. Um ein bisschen was zu zeigen. Ich mache jetzt mal Overlook, genau. Dann zeigen wir mal verschiedene Sachen, nicht immer nur die Rennen. Und ich gehe mal ganz kurz zum Overlook, join ich mal direkt rein. Okay, ich mache das Speed Fair Drag Race ganz rechts in der Karte. Und ich warte noch dabei. Auf andere Spieler. Ja, Warzocker, mit dem habe ich eben gespielt. Ach, siehst du, der ist jetzt mein Freund, nicht mehr deiner. Ja, das ist das. Das Ding ist, der hat mich viel lieber als dich. Da müssen wir beim nächsten Mal unbedingt nochmal checken, wie das geht. Ja. Das war jetzt nicht so cool, ehrlich gesagt. Es joint irgendwie sonst keiner. Also hier beim Drag Race geht's jetzt gleich los mit Akemima Puck 628 und der Dave ist auch am Start. Tja, wie es aussieht, werde ich gleich ein romantisches Date mit dem Warzocker haben. Treffen sich zwei, kommt der eine nicht, schreibt einer gerade. Passt ja wahrscheinlich. Du kannst jetzt aber auch noch Rennen starten schnell. Komm, mach noch ein kleines. Ja, warte, ich habe jetzt keine Ahnung, was ist das hier? Control Mode Car oder Kamera? Also wie gesagt, ihr müsst ein bisschen Nachsehen haben. Wir haben das Spiel noch nicht genauso abgecheckt und kennengelernt. Ach so, da kann ich jetzt quasi hier, da bin ich im Kameramodus und kann jetzt hier einfach. Das ist ein bisschen merkwürdig, Snapshot. Hier ist der Warzocker auch mit einem grünen Dodge übrigens. Und mal gucken, ob ich da reingucken kann, wie der aussieht. Leider nicht, der fährt jetzt weg. Und meiner sieht schon ein bisschen damaged aus. Jetzt kann ich mit der Kamera hier also um den Ausguck. Kann man also nur um den Ausguck machen. Das ist interessant. So, mal gucken. Okay, das Drag Race
Jetzt habe ich natürlich auf Automatik gestellt. So, Warzocker, ich. Boah, guck mal, ich habe keine Schnitte gegen den Scirocco. Nicht ansatzweise. So, Warzocker, ich fahre jetzt mal. Oh. Ach, jetzt kann man den auch wegrambeln. Ach, hier kommt man gar nicht raus. Wie ist man denn hier reingekommen? Ich will hier raus. Ah. Bams, wir machen ja gerade ein bisschen Derby, Crashcar-Derby. Alter, bei mir ist es Drag Race, geht sowas von die Hose. Ja, wieso? Bin so lahm. 80 Meilen, ey, das habe ich doch locker aus der Hose. Oh mein Gott. Ja, da so viel zum Drag Race. Ich versuche gerade mit dem Warzocker, versuche ich gerade einen kleinen Krieg zu führen, aber... So, jetzt aber. Jetzt aber. Da müssen wir uns leider verabschieden. Die Uhr tickt. Ja, der Scorpilla wollte noch gegrüßt werden und die Freundin Marie vom Xasux. Ja, Xasux. Scheiße. Gerade die Marie, die muss man noch grüßen. Das war so eine super... Huch, kann ich da... Ach Mann. Ja, jetzt haben sie uns den Ton runtergedreht. Wir müssen eine Gruppe machen, um zusammenzufahren übrigens. Die haben uns den Ton runtergedreht, damit wir nicht weiterspielen können. Müssen wir eine Gruppe machen. So, tja, ich würde sagen, das war's. Ihr macht jetzt nochmal eine Verabschiedung zu der Musik, ja? Du Sarazza. Hm? Ich bin nicht mehr da. Die Sendung ist schon wieder vorbei. Soll ich nicht ein bisschen die Rotlichtbeleuchtung machen? Die Kamera ist schon aus. Ich bin schon weg. Tschüss. Komm aufs Sofa. Der Rumpel wartet schon. In Lauerstellung. So. Liebe Freunde. Vorsicht, ey. Mit dem musst du ein bisschen aufpassen, mit dem Tisch. Liebe Freunde, das war's für diesen Freitag. Macht der Pulli mich fett? Das war's für diesen Freitag. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wir hatten heute alles im Zeichen des Racings. Man sieht dich voll nicht gut. Nee, ich bin sehr... Komm, wir machen das von der Couch. Das wirkt doch viel professioneller. Ich mach das jetzt, wo das Licht ist. Ja, bei der Musik. Bei der Musik muss man doch von der Couch spielen. Muss man doch von der Couch spielen. So, wir legen uns aber nicht zusammen auf die Couch, ne? Das war jetzt kein Angebot. Ich habe nämlich Angst, dass du das ernst nimmst. Du bist hier on Tour. Genau, deswegen habe ich Angst davor. Hey, Seifenblasen. Nein, ich will nicht schon wieder deine Bazillen haben. So. Alter, Ida, ist er nass? Was hast du damit... Was hast du damit gemacht? So, Freunde, das war also dieser Freitag. Mein Getränk ist umgekippt eben, deswegen... Ich sehe von hier aus gar nicht, welche Kamera an ist. Jetzt ist der R2-D2, ne? Hallo. Ja, das war dieser Freitag. So schnell kann es gehen, so schnell ist es wieder rum. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß, auch wenn wir heute quasi nur Racing Games gemacht haben. Ich kann ja hier mal ein bisschen so wie Highlander. Alter, kennst du Highlander 2 eigentlich? So ein Scheißfilm. Habe ich gestern erst Highlander wieder... 1 war der beste. Aber Highlander 2, ich komme von Planeten Highlander Zeist, 1. Haben wir gestern noch drüber gequatscht, Alter. Das war so ein Mist, Alter. Das auf dem Planeten Zeist, dieser General. Ach, überhaupt, das ist egal. Das ist ja nicht unser Thema heute. Wir wollen ja nur ein bisschen quatschen, damit der Rumpel wieder aggro wird. Weil Highlander 1 brauchen. War ja wieder auch so ein, 2 war wieder so ein Film, wo man unbedingt dann wegen dem Erfolg von Highlander 1 eine Fortsetzung machen musste. Aber so eine beschissene. Auch wenn eigentlich Highlander 1 ja für sich schon als abgeschlossener Film gilt. Genau. Und er war ja schon der letzte Überlebende. Warum, wenn er schon der letzte Überlebende war, warum muss man dann noch einen zweiten Teil machen, wo der plötzlich wieder unsterblich ist? Und zwar auf eine ganz völlig beschissene Art und Weise, wo der fast krepiert ist. Weißt du, und dann kommt der Typ vom Planeten Zeist und plötzlich ist er wieder jung. Am lustigsten war doch die Highlander-Serie. Kennst du die noch? Oh, Alter, die habe ich mir gar nicht reingezogen. Doch, die habe ich mir öfter als Kind. Nee, hab ich gar nicht. Da konnte ich nicht. Wie war das denn? Das war ja nicht Eric McLeod, sondern... Ja, der eine war Connor McLeod. Eric McLeod war mein alter Charakter. Ach ja, stimmt. Das war Connor McLeod war der eine und der andere ist Duncan McLeod. Duncan McLeod, ne? Das waren irgendwie, wir gehörten zusammen, ne? Das war Abdanken McLeod. Ich glaube, wir müssen jetzt abdanken. Warum, was waren die Konstellationen? War das Cousins? Brüder? Die hingen ja irgendwie alle zusammen, aber in Wahrheit kamen die alle vom Planeten Zeiss. Von Carl Zeiss? Ja, von Carl Zeiss, genau. Oh, der Rumpel wird aggro. Der Rumpel dreht durch, glaube ich. So, Freunde, das war auf jeden Fall unser kleines Streamchen für diesen Freitag. Ich hoffe, wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Das letzte Mal in diesem Jahr. Ja, da bereiten wir uns ein bisschen besser vor, hoffentlich. Also nein, diese Woche war ja sehr durchwachsen, diese Sendung gerade. Das letzte Mal vor unserem Urlaub und wir wissen noch nicht genau, ob wir im Urlaub streamen können. Da sind wir ein bisschen am Ausprobieren und so weiter. Mal gucken, ob das alles klappt. Vielleicht kriegen wir das ja hin. Und, im Urlaub streamen, ne? Weiß ich nicht. Wie sollen wir denn im Urlaub streamen? Rucksack. Von dem Bangkok aus? Der Rucksack. In Bangkok vielleicht noch, aber du kannst ja in der Rucksack. Der Rucksack. Denk an den Rucksack. Aber diesen Urlaub nicht. So, auf jeden Fall. Ich hoffe, wir sehen uns nächsten Freitag wieder, wenn wir wieder ganz fantastische Spiele rauskramen und wieder ganz fantastische Themen aufbereiten, wieder fantastisch moderieren. Da liegt ja eigentlich so ein Haarding. Eine Haarklammer, ne? Von mir ist es nicht.
Ich dachte vielleicht. Was hat er denn hier vergessen? Weiß ich nicht. Was aber lass uns doch darüber reden. Was hat denn der Rumpel wieder hier auf der Couch gemacht? Lass uns doch mal über die Haarklammer reden. Ich glaube, der Rumpel freut sich total. Ja, noch Rumpel, Zeit. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Game over. Ich dachte schon, er ist nach Hause gegangen. Ach so. Was machen wir denn jetzt eigentlich nach der Sendung? Wir können ja noch ein bisschen überziehen. Ist das Freitagabend? Ja, ne? Ja, einfach mal überziehen. Boah, das ist voll durchgeschüttelt hier. Einfach mal überziehen. Hast du mal wieder ordentlich geschüttelt, das Ding? Ja, natürlich. Riech mal dran. Oh. Alter, du machst das kaputt. Boah, wenn das jetzt aufplatzt, das wäre geil, ne? Das Schlimme ist bei deinem Glück, ne? So, ich würde sagen. Ja, wir müssen uns leider verabschieden heute. Ich nehme jetzt die Stuhlrolle. Insider wissen Bescheid. Und wir sehen uns nächsten Freitag. Selbe Stelle. Selbe Welle. Tschüss.